Julius? Nein. Was war nun mal die Tastenkombination für Gondeln, Kabinenbeulentür öffnen? Und damit recht herzlich willkommen zum nächsten Livestream. Heute zusammen mit Julius und Leo. Oh Gott, erstmal muten. Leo, du hast gerade minimal alles verkackt. Aber egal. Hallo Playtiger, hallo Clemens Gmosa, hallo Corby, hallo Elias, hallo Glungi, hallo Fantastisch. Hallo Kilian, schön, dass ihr alle da seid. Leo, Steuerung und H. Und hallo Markus und hallo Real Plazi und hallo Frederik und ein verwirrtes YouTuber. Schön, Alter, sind das viele Leute. Ich komme gerade gar nicht mehr drauf klar. Laurin ist heute leider nicht dabei, weil er heute beim Skifahren seinen Arm gebrochen hat. Traurig, aber wahr. Aber beim nächsten Mal ist er dann auch wieder am Start. Ja. Ja, was gibt es Neues? Ah ja, stimmt, ich wollte die Map weiterbauen. Julius. Ja, das geht nicht. Da kann ich dir auch nicht helfen, sorry. Was funktioniert bei dir nicht? Steuerung und Haar. Wo? Gibt ja auch keinen Sinn, weil man ja instant aussteigt. Was, wo? Natürlich im WRS. Ja, was willst du für ein für Menü oder was auch immer? Er möchte die Gondel für den SRS öffnen. Left Shift K, oder? K? Left Shift K. So. Sorry. Ja, aber dann ist doch SBSE Menü. Laurin, falls du das siehst, gute Besserung von Kilian und Markus. Von uns allen. Ja. Ja. Und von mir ganz speziell. So, ich bin gerade hier bei der, wie heißt die, Steiggipfelbahn, glaube ich. Und das Ziel heute ist, noch 2-3 Bugs beim Garagieren von den Bahnen zu beheben und eine geile Mittelstation zu bauen, die keine Mittelstation ist. Austrian Gaming Team Fanboy haut 5 Euro raus. Vielen Dank für deine 5 Euro und ich habe die Nachricht nicht gesehen, ja moin. Warte kurz. Richtiger Ehrenblut. Ja. Hey, ich mag krass. Euch so sehr, eure Videos sind der Hammer. Ich komme bei meiner leider nicht weiter, hat er geschrieben. Vielen Dank für die 5 Euro. Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, wo ich war. Ah ja, beim Garagieren. Und soll ich euch noch zeigen, was sich bisher wieder getan hat, oder sollen wir einfach weiterbauen? Eli, ich hab den Start nicht verschissen. Bravo. Wow. Ich bin so stolz auf dich. Nein! Doch, verschissen. Mein Haller ED33 verscheißt sie gerade am Berg. Grüße aus dem Stubaital. Ja, Grüße aus Vorarlberg zurück. Also, ich kann es euch kurz zeigen, was ich getan habe. Was hat sie überhaupt getan? Die Bahnen sind noch immer die gleichen. Ah ja, eine neue Bahn wollte ich noch bauen. Das wird dann aber auch die letzte sein. Gerade zur Mittelstation oder was? Oder eine ganz neue? Nö, eine ganz neue. Ich habe hier ein paar Pisten und so hinzugefügt. Also hier so einfach das Gelände schon mal angepasst. Oh, Laurin schaut zu. Hallo. Servus. Ja, ich habe hier ein paar Pisten hinzugefügt und so, noch ein, zwei Seen. Hier drüben schaut es noch ein bisschen bucklig und so aus. Und ja, das ist es eigentlich schon. Und ich habe alle Gondeln lackiert und so.
Servus, Laurin, gute Besserung. Also hier sind so weiße Gondeln und hier sind so gelbe und orange Gondeln. Und dann habe ich noch einmal grüne und rote Gondeln. Ist eigentlich die Wow. Musik zu laut oder so, oder passt alles? Alter, die Kabinen sind ja mal übel stylisch. Extrem. War das das, was du vorgestern oder so gemacht hast? Yep. Ah, nee, montags war das. Hallo Sepp und hallo Sef oder SEV oder was auch immer. Also ich höre die Musik fast gar nicht im Stream. Okay. Dann mache ich es ein bisschen lauter. Redet mal. Servus. Okay, passt. Irgendjemand hat doch gerade abonniert. Vielen Dank für dein Abo, freut uns. Also Laurin und mich sehr. Was hat Julius gesagt? Halb YouTube. Ja, wir haben schon 22 Zuschauer und 19 Likes. Leute, ihr seid ja absolut krank. Das ist amazing. Very much great. Ja. Ich war immer noch hier am Garagieren. Zack, zack. Weil dann kann ich dann auch irgendwann mal die Reset-Positionen von den Sesseln so einstellen, dass man, wenn man sie resettet, direkt die Sessel in der Garage drin hat und nicht mehr auf der Strecke, weil das ist ja immer ein bisschen ein Problem, wenn man die Bahnen selber baut. Genau. Ihr seid die besten YouTuber. Ich finde das so geil, wie das so viele Leute finden. Aber vielen Dank für das Lob. Freut Ja, uns es sehr. stimmt halt. Leo hat Auf gerade Wahres Glück seinen geht halt. Moderatorvertrag um ein Jahr verlängert. Ja, es stimmt halt echt. Julius auch. Und jetzt noch 100 Euro. Das hatte ich schon vor einem Jahr behauptet. Ich vor zwei. Cool, dass ich dich damals jemals einmal im Stream gesehen habe. Ich habe das schon seit dem 31.12.2018 behauptet. Natürlich. Evi, Sagen weißt Sie. du, was das für ein Datum ist? Vielleicht? Ja, klar weiß ich es. Wow. Hallo Fake Z. Keine Ahnung. Bei Namen bin ich immer so schlecht. Schön, dass du da bist. Und Sepp hat unsere Map gerade abonniert und fragt, ob die Map zum Beschneien gedacht ist oder wie sie gedacht ist. Es ist so. Ich habe die Map jetzt einfach nur mit den Grastexturen, weil es am einfachsten ist, so die Bahnen zu platzieren, also das ganze Gelände und so anzupassen. Aber es wird dann auf jeden Fall auch noch Schnee geben. Aber du kannst sie natürlich auch beschneien, wenn du willst. Also verboten ist es auf keinen Fall. Kommt aber alles Was? noch. Warum habe ich dich auf Discord auf 200%? Gibt's eure Map im Steam Workshop? Ja, unter AGD-Kogel ist die zu finden. Ich werde dann nach dem heutigen Stream auch wieder die aktuellste Version hochladen. Kann ich nur empfehlen, die Map. Ich auch. Jo, jetzt wieder still. Zu dunkel. Ja, es ist halt schon 17:37 Uhr. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Nachtschiene Ruder mal fahren. vor. Ja, aber ich bin ja gerade am Garagieren. Das ist schlecht, wenn man Ach so. Warum vorspult. gibt es kein Nachtschiene Darf fahren? man den aktuellen Steam-Link posten? Ja, klar. Ist nichts Verbotenes. Geht GS Starts Known, denn das war im Skiregion-Simulator. Aber du kannst in der Savegame-Datei einstellen, was die nächsten Wettersituationen sein sollen. So, Evi, die. ihr habt
habt ihr damals mal davon erzählt, dass ihr beim Sturm so langsam fahren seid mit einem Sessellift? Haben wir das? Kühlteil, ja, also da. Als der D-Line-Sessellift die ganze Zeit stehen geblieben ist. Ach so, da. Ja. Ich bin im Kühlteil mit einem Sessellift gefahren. Der ist, also das war dieser fix geklemmte Julius. Ach, der überkrasse da, ja. Der ist die ganze Liftfahrt lang auf Langsamfahrt 2 gefahren. Mit 0,5 Metern die Sekunde. Ach du Scheiße. Ob es so windig war? Windig nicht, es waren einfach nur wenig Leute da. Ach so, dann fährt man mit 0,5 ms oder was? Ja, Strom sparen. Ja, das sind alles Kosten. Wer ist, sagen die das ja auch, dass man das so machen soll? Hab die Map auch abonniert, freut mich sehr. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie eine Gondel gesehen, die so langsam fährt. Na, jetzt schon. So, die Bahn müssen wir auch noch garagieren, weil es geil ist. Hallo SA, schön, dass du da bist. Ach so, die ist schon garagiert, Lul. Alles klar. Ja, das war's dann auch mit dem Stream. Genau. Habe ich schon gesagt, dass ich für alle Bahnen einzelne Öffnungszeiten dazugefügt habe. Also dass manche, also drei Bahnen öffnen schon um 7.30 Uhr und der Rest dann um 8.15 Uhr. Wow. Such impressive. Ja. Hallo. Very much great. Hallo Alexander, schön, dass du da bist. Habt ihr gestern und heute das Weltcuprennen gesehen? Nein. Meinst du das in, wie heißt's, bei der Kohlmeisbahn? Gottes Willen. Das ist auch falsch. Saalbach. Meinst du Saalbach? Keine Ahnung. Deutscher gewonnen. Ja, Weltcuprennen in Saalbach gesehen. Ja, Dresden gewonnen. Ja, ich schaue solche Rennen irgendwie nicht so oft an. Schaust du wenigstens Streif? Nö, nie. Ich habe nicht mal einen Fernseher zu Hause, also von dem her. Oh. Ich habe immer nur YouTube und so Zeugs. Fängst du schon an wie Manuel, oder? Ja, heutzutage ist ja auch nicht Fernseher mehr so wichtig, ne? Mhm. Wir haben einmal in der Schule vor 2-3 Wochen das Australian Open angeschaut. Das war geil. Australian Open? Ja. Alle zusammen voll mitgefiebert in der Deutschstunde. Nur unsere Lehrerin war nicht so ganz begeistert davon. Ja, wir haben eine Mathe-Intensivierung in der 6. Deutschlandspiel bei der EM geschaut. So. Wie viele Lifte gibt's auf der Map? Derzeit gibt's 13, aber eine kommt noch dazu, die werde ich gleich bauen. Und dann sind es 14. Super gerechnet. Ja, ich kann rein. Wie ist vorgeschlagen mit den Australian Open? Wir haben es einfach angeschaut. Ah. Ja. Das war richtig vom krass. Teamspiel oder wie? Wie? Ja, vom Team? Ja, stimmt, ja. Ah. Gegen Nadal haben wir angeschaut und gegen, wer war's? Dieser Deutsche, wie heißt der? Zverev, genau. Diese beiden Matches haben wir angeschaut. Wann machst du Pisten auf die Map? Ich bin ständig dran, die Pisten einzubauen und so. Nein. Aber das geht halt alles auch nicht so schnell und so. Aber das kommt alles. Ah ja, wegen den Videos dieses Wochenende. Wir wissen es noch nicht ganz genau, wie wir es machen, weil Lauren eben heute gestürzt ist und sich den Arm gebrochen hat, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen schauen, wie wir das Ganze machen, ob er fit genug ist zum Aufnehmen und so am Wochenende. Armes Lauri. Ja, richtig armes Laurin. Ich baue jetzt noch die letzte Bahn. Also halt vielleicht die letzte, man weiß es nicht. Weiß leider nicht, ob mein Rechner WRS packt. Ja, du brauchst schon einen relativ starken Rechner. Das ist ein bisschen ein Problem. Oder extrem. Ja,
Also, es macht keinen Spaß, wenn du einen zu schwachen Rechner hast. Das kann ich dir sagen. Habt ihr eine Idee für einen Map-Namen, für einen Lift-Namen? Hast du jetzt schon den Server? Ja, den habe ich gebaut. Wichtigere gibt es ja hier gar nicht. Eben. Garms Leiten 2. Auf welchen Berg geht die denn? Die Auf den geht. Gamsleiten, den Schaut mal in den Obertauern. Stream. Die geht von hier, von dieser Mulde, entweder hier zum Schneeexpress direkt oder hier so auf diese Höhe circa. So, hier so. Ich weiß es eben nicht genau, aber. Kannst du es bitte nochmal zeigen? Also, von hier, von diesem hässlichen Haufen hier, hier rüber, ein bisschen über den Schneeexpress. Panoramabahn habe ich Mach schon. Rückbringerlift. Kreativ. Wow. Das ist eine alte, der wurde früher benutzt, als es oben noch nicht den Weg gibt, und der wird auch noch benutzt, wenn runtergesprengt wurden oder Was Lawinen soll oder so. es denn für eine Bahn werden? Ja, eine Sechser-Sesselbahn, hätte ich jetzt Oder mal gesagt. Sechser Sessellift Express. Dann nennt's Hohe Mutbahn oder so. Schneemulden-Express. Kann man nahe die aktuelle Version morgen schon spielen? Ja, ich denke mal, ich lade es heute nach dem Stream oder morgen am Vormittag drauf. Auf Steam. Also die aktuellste Version. Austrian Express. Sepp, sympathisch, man kann sie unterhalten. Warum komme ich nie so auf gute Ideen? Was war denn deine Idee? Teufel Ah, mein Express. SOS-Sound ist zurückgekommen. Ja, klar ist das meine Idee gewesen. Hat jemand gesagt, dass es nicht meine Idee war? Nein. Eben, ich denk's mir. Wellen soll ich nehmen? 64 oder 67? Wisst ihr, ob die Sturmhornbahn oder die Falkneckbahn schneller ist? Also welche schneller ist? Was war denn nochmal die Stubhornbahn? Ja, die Sturmhorn ist halt die, die rechts hoch, die ganz hoch, die Sechser-Sesselbahn. Und die Falkneckbahn ist die von ganz unten im Tal hoch zur Mitte. Reicht ein i9 9900K und 2x2080? Ja. Sagt Eli wieder, er hat keine Ahnung. Nein, also da kann ich auf jeden Fall sagen, dass es reicht. Also ich kann nur sagen, ich habe einen i7 7700K, glaube ich, und eine Sapphire Radeon RX 580 oder so. Und es reicht gut zum Spielen. Also. Hey Julius, Ja. weißt du, mit was ich hier gerade präpariere? Not. Ja. Das heißt zwar Prinot, aber egal. Wir waren im Skilager in Südtirol. Da war einer mit einer Prinot-Jacke. Wir haben ihn gefragt, arbeitest du bei Prinot? Er so, Prinot! Weil er konnte halt nur Nein. Italienisch, der Typ. Und dann so, Prinot, Prinot. Wir dachten uns so, Junge, willst du uns verarschen? Wo habe ich ihn jetzt hier? Martin fragt, wie heißt eure Mannschaft? Also ich bin Eli, ich bin der eigentliche YouTuber von diesem Kanal zusammen mit Laurin, der ist gerade in den Kommentaren, weil er heute nicht mitstreamen kann. Und dann sind da noch Julius. Du sollst jetzt Entschuldigung. Hallo sagen. Hallo, Servus. Und dann ist da noch Leo. Dein Morgen. Einsatz, Leo. Und das sind unsere beiden Mods. Also, ich habe sie sozusagen als Ersatz für Laurin geschnappt. Kurz eingestellt. Kurzzeitig Lass. Bedienstete. Wir haben Julius richtig Druck gemacht, weil er AFK war. Wie viele Frames hast du? Warte, ich habe jetzt 30. Also,
Es läuft schon relativ flüssig. Halt klar, es gibt immer wieder mal Ruckler, aber das gibt es selbst beim stärksten PC. Magst du Fisch oder Schnitzel? Mögt ihr Fisch oder Schnitzel? Katze. Bist du Das Alf? klingt Aber jetzt so, als ob du nicht das zu. essen würdest. Nee. Bist du Alf oder was? So. Na cool, jetzt kam die YouTube-Benachrichtigung auf dem Handy, dass das Austrian Gaming Team streamt. Ja, kommt es früh drauf? Ja, hochwertig. YouTube. Kommen die aus Vorarlberg? Jep, Komma. Pistenpräparierung, ja. Wer braucht schon Pistenpräparierung? Scheiße. Gebiete. Gute Männer. Boah, der war ja gut. Alle gelacht. Ja. Eli, man darf aber nicht vergessen, dass du aufnimmst. Ja klar, das stimmt. Aber es läuft selbst mit der Aufnahme zusammen noch relativ flüssig. Das ist schon lustig. Mein erster PC, den ich habe, selber gebaut und er funktioniert, als ob man ihn gekauft hätte. Nee. Könnte Ist das es so schlecht? was? Ja, wenn du einen PC kaufst, dann ist er eigentlich richtig schlecht. Also, Ach wenn so, du ja, einen st PC ja, kaufst, halt. dann. Es kommt drauf an, wenn du so einen richtig geilen von, wie heißt das, Vermont, gesponsert wird. MMOGA. Nein, nicht MMOGA. King Controller. Nein, diese PC-Firma, die auch seinen PC gebaut hat. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, so einer ist dann natürlich schon best. MIFCOM, genau, danke Sepp. So einer ist dann Diese natürlich schon Bunt-Controller. besser, High Quality und so, aber ich bin echt zufrieden mit diesem Ding. Könntest du deine Grafikeinstellungen zeigen? Ja, kann ich kurz machen. Also, ich muss jetzt hoffentlich nicht alles aufsagen, was ich eingestellt habe. Bist du beim AMT? Ja, in der Ausbildung. Theoretisch. Also, ich bin in der Ausbildung als Mapper. Aber ich mappe halt jetzt meine eigene Map, also von dem her. Ich bin theoretisch dabei, aber ist jetzt nicht so aktiv AMT-Mitglied. Dazu möchte ich anmerken, dass ich auch gefühlt seit 2 oder 3 Monaten nichts mehr für meine Ausbildung gemacht habe. Muss niemand wissen. Morgen ist der Rang weg. Kennst du Niki 24? Ja klar, Legende. Wer den nicht kennt, also. Pff. Also das war der Typ, der den RSAS und das AMT rausgebracht hat. Also, Ja. hätte es nicht gemacht, dann hätte es keiner gekannt. Absolut. Erst recht damals, als es noch nicht dieses Placeable Add-on für die Schneekanonen gab. Oder diese TF-10s einfach rumgezogen hat. Meine Güte, das waren noch Zeiten. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, was? Hä? Leo ganz aus dem Häuschen. Kommt gar nicht mehr auf die Situation klar. Leute, lasst auf jeden Fall einen Like da, wenn es euch gefällt. Und ein Abo. Und aktiviert die Geilo-Glocke. Das wäre richtig geil. Kommt jetzt auch die coole Animation? Ja, Ich frag mich, klar. warum. Ich frag mich, warum Palette und GOP da noch kein Patent drauf genommen haben. Auf die Geilo-Glocke. Ja. Ja, damit ich es auch verwenden kann.
Von wo kommen da aus Vorarlberg? Sag mal nicht. Es wird ein bisschen zu genau und so. Hä, was ist das für ein Scheiß? SBC Lite funktioniert nicht. Achso, weil man das ja aktivieren muss. Ups. Profis am Werke. Ja, aber wenn man es dann wieder aktiviert. Achso, einfach per Hand anfahren. Wenn man es dann wieder aktiviert, dann gehen auf den anderen Maps die ganzen Kabinen verschwunden. Gebe ich dir recht, sehr kompliziert. Sie gehen verschwunden. Ja. Ah ja. Wie der Gerät. Ist. Meine Eltern kaufen mir extra für den WRS einen PC. Ah ja. Ja. Alles klar. Not bad. Fix aus dem Oberland, sag mal nicht. Spielen, dafür kaufen wir dir einen PC. Also bei euch geilen Leuten gibt es nur die Geilo-Glocke als Möglichkeit, ja. Sepp hat gesprochen. Man kann keine Wörter patentieren lassen. Haben schon welche probiert. Echt jetzt? Ist ja geil. Das war auch eher ein Witz. Da, was? Ich verstehe keine Witze. Patentieren auf Geilo-Glocke. Ich verstehe keine Witze. Ich mache nie Witze. Vor allem keine schlechten. Ich bin immer nur der, der die Insider macht und sie dann und jeder benutzt sie dann. Ich konvertiere die immer in den Servus. In den Sticker oder wie auch immer man die. Oh mein Gott. Mir fällt gerade was aus. Nein. Doch. Markus muss kurz weg. Alles klar. Bis später. Cyberntechnik, schön, dass du da bist. Könntet ihr vielleicht mal einen 1 oder 2er Sessellift als Mob machen? Meinst du jetzt als wir das Austrian Modding Team oder wir als Austrian Gaming Team? Safe. Jetzt kommen erstmal die internen Informationen. Ja, für Sessellifte bin ich nicht zuständig, ehrlich gesagt. Könntet ihr eine Piste und Lift an die Gamsleiten 2 anlehnen? Es ist so, ich baue diese Map irgendwie einfach komplett kreativ und aus meinem Kopf raus und ich habe kein einziges Vorbild oder so. Also an irgendwas angelehnt ist die Map also nicht. Ja. Deshalb ist sie auch so schön. Oh, danke. Auch gar nicht, weil du für den Gamsleiten 2er auch, wie heißt es, einen 2er-Sessel brauchst. Ist die Map so, die Bahn so fertig schon, oder? Kann man machen. Was? Ich habe gefragt, ob die Bahn so fertig ist. Jetzt bin ich aber wieder bei der falschen. Ja, ich bin bei der falschen. Best of Laurin, Laurin am LKW im LS, das wird lustig. Aua, meine fette, hässliche Katze hat mich gebissen. Fährt im ETS in der Autobahn auf der falschen Seite, macht im SRS Tanz mit dem Unimog. Ah ja. Und Laurin schreit rum, fährt gegen die. War noch im Turmverein, bin jetzt da. Kann man Mod sprechen? Hä, was? Wisst ihr, was er meint? Was? Wie kann man sprechen kann oder so. Kann man Mod sprechen? Keine Ahnung, was er meint. Oder vielleicht will er Mod sein? Also wenn du auf unserem Discord bist, ich schicke ihm mal kurz. Kann man Mod den sprechen? Allgemeinen Chat. Könnt ihr eine Schneelanze machen? Ach so, Loki meint, ob man mitreden kann, glaube ich, im Discord. Ach so, mitsprechen? Ja. Nein, heute sind nur Julius und Leo dabei, also unsere beiden Mods. Weil Laurin nicht dabei ist. Ja, sonst dürfen wir nämlich gar nicht dabei sein. Doch, ihr wart auch schon dabei, wenn Laurin dabei war. Wir sind nur der Ersatz für Laurin. Also kein Grund zum Jammern hier. Ich schick mal noch meine angepinnte Nachricht mal rein. Genau.
Ich meine zum Beispiel den Sechser umbauen und dann halt veröffentlichen, um Gottes Willen. Also da bin ich absolut überfordert. Genau. Alter. Huch, perfekt eingeparkt. Dieser Stream lag. Achso, ich wundere mich gerade, warum der Stream nicht läuft. Ich habe pausiert. Ah ja. Ich wollte noch die Kapazität einstellen von diesem Ding. Ist es in Ordnung, wenn ich dich Hase nenne? Okay. Solange du ihn nicht Mädchen nennst, Spannender Ansatz. so wie dieser eine Typ mal. Hier, neuer Emoji. Ja, was soll's? Hallo Xon 11 und hallo Clash Crafter, schön, dass ihr da seid. Super. Richtig amazing. Wenn Laurin nicht kommen kann, muss er gut sein, denn ihn ersetzen zwei. Er hat euch gerade gedisst. Wow, was war das? Kein Bock mehr. Was ist das für eine Community? Im AMT-Discord ist Niki24 on. Im Ernst jetzt? Gleich auf den AMT-Discord und den voll spammen. Ja, natürlich Er ist meint natürlich auf dem AGT. Ja, Ja, klar. natürlich. Was hast du für eine Grafikkarte? Eine Sapphire Radeon RX 580 und einen Intel Core i7 7700K. Also Corby müsste man jetzt langsam mal echt bannen, weil er hier nur so drei Punkte reingeschrieben hat, um die Frage nochmal zu wiederholen. Hallo Spion Lu6, schön, dass du da bist. Ich weiß nicht mal, was ich für einen Prozessor in meinem PC habe. Nicht? Ja, du hast einen auch nicht selber gebaut, oder? Ich habe ihn zusammengestellt, aber ich weiß es nicht. Ach so. Ja. Ich habe ihn halt selber gebaut und alles, darum weiß ich das jetzt so auswendig und Hey, hast du so. schon den neuen Emoji gesehen? Nö, ich bin gerade nicht auf dem Discord. Weil wisst ihr, dass noch Mods für den SRS 12 kommen, vielleicht von Austrian Modding Team? Ja, das kann schon sein. Der SRS ist ja immer noch nicht schlecht und so, also von dem her kann ich mir das schon vorstellen. So, ich garagiere jetzt noch schnell diese Bahn und dann müssen wir noch die Reset-Positionen von den Liften ändern und so. In der Richtig weit. Savegame-Datei. Hier so. Ah, ich liebe dieses Klingeln. Alter, seit Das sind wann? noch Flashbacks von der von meinem super Vorspul beschicken Dings da, weißt schon. Oder auch nicht. Oh Scheiße, ich habe vergessen, die Weiche einzuschwenken. Dann wird es natürlich schwer zu garagieren. Alle Halts, die es gibt, dreimal drücken und trotzdem bleibt die Bahn nicht schnell stehen. Und wieder anfahren. Was ist das für eine Lüftung, die es hier hat? Was ist hier so laut? Nö, das ist eine Lüftung. Halt, das klingt so wie eine Lüftung. Also es ist keine Lüftung. Keine Ahnung. Ja, Habt ihr schau mal Lust, hier. Werbung für unseren Discord zu machen? Dann muss ich es nicht machen. Ja, habe ich. Schon. Also wenn ihr Bock habt,
auf unseren Discord dann jetzt bei dem Link, den Leo gerade reingepostet hat, direkt beitreten. Richtig geil und so. Da kann man mega gut chillen. Ja. Mit Leuten. Und seitdem Talks mit denen reden, obwohl da nicht jemand drin ist. Doch. Letztens war ich drin. Echt? Ja. Tatsächlich. Wow. Aber es ist keiner gekommen. Das liegt nicht an mir. Hier, Julius, schau mal, was ich hier für einen coolen Fahrgast auf meinem Haller habe. Ich glaube, das sind die Reifenförderer vom Bahnhof. Ah, okay, alles klar. Es steht da reglos drauf da. Achso, ich habe den Sound vom Stream hier. Gibt es eigentlich einen Spannwagenbalken? Busfreffig. Direkt mal schauen. Das ist der Sound von Reifen im Bahnhof, alles klar. Spannwagenbalken. Also der Spannwagen ist auf jeden Fall hier, der Balken, keine Ahnung, was du damit meinst, aber der Spannwagen ist hier. Kennt sich ja richtig aus, Eli. Ja, richtig krass. Bei mir gibt es noch keine Pisten auf der Map. Ja, ich habe bisher erst ein paar in das Terrain eingefügt. Das Terrain. Und ich habe aber noch keine einprogrammiert, weil ich noch nicht weiß, wie ich die Pisten dann nummeriere und das ganze Zeugs und weil ich auch noch nicht alle Pisten habe. Das mache ich zuerst alles und danach... das waren schon alle Sessel. Und danach werde ich sie dann einprogrammieren und dann... Genau. Genau. Wir müssen auf jeden Fall nochmal den Steinkugel, den AGT-Kugel 2.0 Stream nachholen. AGT-Kugel 2.0? Ja, Steinkugel. Wenn der Multiplayer dann da ist. Ach so. Ich hoffe mal, der kommt bis Juni nicht raus. Multiplayer kommt ganz sicher. Ja klar, der ist... Der ist schon lange geplant. Der ist nicht geplant. Laut Laurin zwar schon als offizieller Mitarbeiter, aber... So. Speichern. Und dann geht's jetzt mal in die Savegame-Datei. Ihr habt jetzt wahrscheinlich kurz ein Dingsterbumster, ihr wisst schon. Genau. Auf welche Taste muss man drücken, um die Zeit schneller machen? Auf Plus auf dem Numpad kannst du es schneller machen. Und wenn du am Laptop spielst, wird da wahrscheinlich irgendwo FN stehen. Genau. Oder du legst die Taste einfach um. Und mit Minus kannst du es langsamer machen. Auch auf dem Numpad. Der Balken zeigt an, wie viel Kilojoule und wie viel Zentimeter sich beim Fahrgastbetrieb verändert, also die Belastungsanzeige. Ach so, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Wie geht's euch so? Habe ich das schon vorgelesen? Keine Ahnung. Mir geht's gut, Laurin nicht ganz so gut, aber er ist eigentlich auch fit bis auf seinen Arm. Und ja. Ich freue mich immer wieder, wenn ich streamen kann. Hey. Safe Games, hier ist es drin. So. Bildschirm 1. So. Jetzt, was wollte ich machen? Oh, jetzt. Was hat Laurin? Der hat sich heute beim Skifahren den Oberarm gebrochen. Nicht ganz gesund. Wartet mal kurz, ich bin gerade auf der Steam, halt nicht Steam-Seite. Hallo Muffin, schön, dass du da bist. Gute Besserung von Georg, falls du noch da bist, Laurin. Und wie ist das passiert? Wir waren im Tiefschnee und da war doofer Schnee und er hat das Gleichgewicht verloren, ist runtergekippt und dann hat er sich den Arm gebrochen. Hat er ja ganz toll hinbekommen. Ja. Laurin, ich bin stolz auf dich.
So, jetzt suche ich hier mal den Skilift. Zack. Gute Besserung von Spion Lu 6. Wie geht's euch? Wie gesagt, bei mir ist alles fit und bei Laurin nicht ganz so fit und ich glaube, bei Leo und Julius geht es auch gut. Mega geil hier. Richtig krasse Party, oder? Ja, geht richtig ab. Ich denke es mir. Was mache ich nach dem Schneeexpress rein? Wo ist denn der Schneeexpress hier? Zack. So. Wo warst du Skifahren? Wir waren heute in der Mölsmellau. War eigentlich ganz geil. 30, 20 bis 30 cm Neuschnee. Aber es war halt Was hast ziemlich du gesagt? 20 bis 30, was? Zentimeter Neuschnee. Ah. War richtig krass. Das ist eine 6 CLDB. 6er Sessel. Fromm. Was ist das für ein Ort? Aus Austrian Tal, du Austrian Berg, Uphill, du, sorry, dass ich gerade nicht so viel rede und so, sondern einfach nur das Zeugs einfülle. Aber du redest dabei. Ja, richtig geil. Aber ich schaue halt nicht auf den Chat und so. Ich bin verwirrt. Ist ja auch schon spät. Warst du schon mal bei der Doppelmeier-Firma? Yep, war ich. Richtig geiles Gerät. Warum musst du das nach dem Schneeexpress einfügen? Ja, dann habe ich es einfach so nach Gebiet irgendwie ein bisschen aufgeteilt. Ist zwar nicht so wichtig, aber egal. Eli ist sehr ordentlich, deshalb. Ja. Die Frage bei der Frage, warst du schon mal bei der Doppelmeier-Firma, ist wo? Ja, in Weil das ist ja Wolfurt. in, das ist, ja, aber das ist ja in fünf Teilen lösen. Gesamt-Wohlfurt ist Doppelmeier und das sind fünf verschiedene Lager. Dann gibt es dieses eine Haupthaus. Ja, ich war in. Dann gibt es ja diesen In vier Werken in Zoo. Wolfurt war ich schon. War geil. So. Och nö. Ach, Nö. jetzt wieder die coolen Die, Vorschaubilder. ja, so ein Bullshit. 27.000 war das, glaube ich. Oder? Panorama war es nicht. Kreuzjoch auch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ah, hier. Von 27.000 ist der geöffnet. Also von 7.30 Uhr bis. Jetzt schnell Rechner. Ich hätte gerade so Bock auf Cookies. Also auf Gommel. Ja, ich denk's mir. 58.500. Leo würde jetzt so gerne Kekse essen. Ja, ich auch. Kekse sind geil. Ili, schau dir dann mal später den neuen Emoji an. Ja, klar. Irgendwann bekomme ich das immer mit. Davon kannst du nicht entfliehen. Lasst Laurin Liebe da, dann verheilt der Arm schneller. Also ganz viel liken und abonnieren und Liebe da lassen. Richtig auf Ehre. Weiß eigentlich wer, ob der WRS auch einen YouTube-Kanal hat oder die Entwickler? Habe ich bis jetzt nichts gefunden, ehrlich gesagt. Also, halt Aerosoft hat einen Kanal, aber ich glaube, Herr Arinoway selber nicht, oder? Sozusagen Nordrhein TV Play. So ein Gamescom-Zeit. Ja. Ich gehe jetzt noch mal kurz ins Spiel. Wisst ihr, wo Liechtenstein ist? Ja, klar, ist ja unser Nachbarland. Wäre ja traurig, wenn ich das nicht wissen würde. Es gibt Leute, die wissen nicht,
ist. Traurig. So. Kannst du mal eine Gondel Kohlmaisbahn oder Zwölfer Express nennen? Die Kohlmaisbahn hat die neuen obiger 5 Kabinen. Ein Zwölfer. Hm? Da wird sich der Julius auch freuen. Ja, einen Zwölfer Express gibt es derzeit schon. Aber ich weiß noch nicht, wie dass ich das genau mache. Weil ich habe vor, eine Mittelstation sozusagen zu bauen. Also halt nicht verknüpfte Bahn, sondern einfach zwei Kabinenbahnen da unten im Tal zusammen. Also da muss ich noch schauen, wie es weitergeht. Mit einem richtig krassen Stationsgebäude. Ja. Wohnt ihr in Vorarlberg? Ja, also halt Laurin und ich, Julius und Leo nicht, aber Laurin und ich. Wie viele Leute euch einfach fragen, ob ihr am Vorarlberg sind? Ja, ist anscheinend interessant. Achso, ich muss die Bahn kaufen. Ich hab doch mal ein FAQ in Discord reingeschickt. Kannst du? Hab ich wiederholt. Nur keiner schaut in den Discord. Von wo seid ihr? Ja, aus Vorarlberg. Ich komme aus Liechtenstein. Ich nicht. Ich komme übrigens nicht aus Vorarlberg. Leo, hast du es lustig? Was? Hast du es lustig? Safe. Nice. Scheiße, jetzt habe ich vorhin die Bahn umsonst garagiert. Das war's komplett. Machst du das mit der Mittelstation noch heute? Ja, ich denke schon. Also zumindest anfangen damit werde ich. Eli wollte nämlich heute einen 24-Stunden-Stream. Das hat sich Eli heute fest vorgenommen. Ja. Ihr müsst ihn dabei unterstützen. Jetzt 100 Euro daneben. Spaß. Den Sesselabsturz und Stoß habt ihr mitbekommen. Ja, haben wir. Leider ist einer der 4 Insassen verstorben. Den anderen 3 geht es gut. 2 konnten nach Hause gehen und dem Pistenbullifahrer geht es nicht gut. Och, scheiße. Das ist hart. Dieser, also. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Was? Ich hab's gleich mitbekommen. Was ist das mit dem Sesselabsturz? Wann war das? Vor einer Woche oder so? So, hab ich gleich. Ja, vor einer Woche war das. Da ist halt ein Pistenbully-Windenseil bei einer Sonderfahrt von der Sesselbahn am Stoß. Ist die halt am Sessel hängen geblieben und dann ist der Sessel abgestürzt. Halt, das war so ein Betriebsausflug, glaube ich. Okay. Ja. Ich mache gerade Rietzlan Urlaub. Oh. Die Entwickler stalken. Zeit fürs nächste Update. Update 6. Ha? Neue Funktion im Editor, Terrain Editors, Smooth++. Okay. Smooth++. Kollision von Gondeltüren deaktiviert. Stuhlkornbahn beschicken oder irgendwas? Ist das nur eine Beta, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. Glaube schon, ja. Okay. Stützenrotation bis 30 Grad möglich. Wartungsgehänge auch an neu gebauten Anlagen. Ja. Und dynamische Kameraführung in Fahrzeugen. Grafikverbesserung, harte und flackernde Schatten. Weitgehend behoben. Okay. Ist ja schon geil. Ja, dann direkt ausprobieren, ne? Welche Bahn war das am Stoß? Keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht aus. Ich weiß nur, dass es da passiert ist. Das war in der Schweiz, oder? Ja, das ist, ja, eh, aber ich kenne mich da nicht so genau aus. Machst du mal einen 24-Stunden-Livestream? Ja, jetzt? Haben wir doch schon angekündigt.
Also eigentlich derzeit nicht so. Diese Sessel sind sehr gesund unterwegs, muss ich sagen. Aber ist nicht ausgeschlossen, dass es das irgendwann mal gibt. Das wäre doch ein super Abo-Special. Zwei Sektionen Frontalstock-Sessel am Stoß. Ach so, die zweite Sektion am Fronalbstock. Ah, okay. Gibt's zwei Sektionen? What the fuck? Ja, anscheinend. Hallo Adelplay, schön, dass du da bist. Adriplace, wolltest du nicht noch einen Pistenbully für Ja. Eli machen? Da war doch was. Julius, was ist das Kollidieren von Gondeltüren? Hä, hier sind wenn man schon wieder hält. so ungesunde Sessel. Mit den Kollidieren von Gondeltüren, man kann ja durch diese Gondeltüren, also von den Kabinen da, kann man noch durchgehen. Ah, Das das. deaktivierbar auch, dass man nicht mehr durchgehen kann. Alles klar. Adriplace ist noch dran, Julius. Aber hat's nicht Ich bin vergessen. noch dran. Na gut. Ja, Lassen wir Julius noch mal hat sie mir zu der durchgehen. Julius hat sie mir zu mir ins Gedächtnis gerufen. Mann, 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 Julius. So, jetzt muss ich mir kurz die Bahn rausschreiben, bei denen ich noch die Positionen ändern muss, von also wenn sie zurücksetzen sollen. Gehen die dann auf? Glaube zwar noch nicht, aber frage trotzdem. Ich weiß es nicht. Vielen Dank für dein Abo, Citaro Hybrid. Vielen Dank, freut uns. Hab gerade die beiden Tage nicht so Bock gehabt. Also, Julius, du weißt Bescheid, er hat keinen Bock. Nee. Nein. Ich habe ja keinen Stress mit diesem Special, also von dem her. Ah, die Präs, das nehmen wir jetzt übel. Hallo muss los, Bruder, und hallo Citaro Hybrid und nochmal danke für dein Abo. Eli, dieses Plus-Plus, das ist anscheinend gut zum Abblenden von diesen harten, wenn du dieses abgestufte Gelände mit Replays machst. Ah, Dafür ist das. ist ja geil. Welches Pistenbully findet ihr besser im WRS 600 LTD oder 600 Lab Rat? Schwer zu Meins. sagen. Ich finde beide extrem geil. So, jetzt erstmal Word öffnen. So. Seilbahnen. Scheiße, jetzt habe ich den Chat nicht mehr. Jetzt. Update 6 ist in der Public Beta. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon spiele, weil meistens haben sie bei den neuen Patches und so noch Probleme mit den Save Games, aus Erfahrung. So, soll ich euch mal das detaillierte Dings hier vorlesen? Detaillierte Changelog? Kannst du ja machen. Also, Grafikverbesserung. Smooth Shadows sind wieder verfügbar. Grafikfehler weitgehend behoben. Partikel oberhalb des Spielers entfernt. Taschenlampe leuchtet nun auch Fahrzeuge an. Größere Verbesserungen. Aha. Sehr ausführlich. Bessere dynamischere Kameraführung von Fahrzeugen. Genau, dieses neue Terrain-Dings da. Bugfixes für die Stabilität von Safe Games. Verbesserte Kameraposition im Auto. Wartungsgehänge erscheinen jetzt auch in neu gebauten Seilbahnen. Leichte Performance-Optimierung und Korrektur der Seilbahnphysik. Damit eingehend Beschicken von Stuporn-Bahnen mit C-Abstand.
Savegame-Probleme beim Entfernen von Workshop-Mods entschärft. Kollision von Gondeltüren per Gameplay-Setting deaktivierbar. Bugfix im Seilbahn-Editor, noch nicht platzierte Stützen können unter anderem nicht entfernt werden. Links auf Fahrseilbahn jetzt möglich. Okay. Bugfix im Intro-Tutorial bei der Pistenpräparierung. Fehler beim Resetten bei Rückwärtsfahrt im Ingame-Editor. Bug bei der Eingabe der gewünschten Höhe behoben. Stutzenrotation bis zu 30 Grad möglich. Bis zu 30 Grad? Ja. Huch. Konfiguration von Custom Restaurants im Savegame vereinfacht. Bugs fix für neue Splines in Modseilbahn. Teilweise Probleme beim Einstiegsbereich von Liften entschärft. Kollision von Straßenleitpfosten entfernt. Viele Detailverbesserungen im Modding. Vorbereitung für Sample Mod Lift. Ah ja. Ja. Wollte ich auch gerade alles sagen. Jetzt. Scheinwerfer wären für Nachbetriebsuber, also Streckenfluter. Wäre geil. So. Ich brauche jetzt mal Spectator. Dann füge ich da mal diese Vorschaubilder vom Austrian Express ein. Hier. War ich gerade die ganze Zeit gemutet? Vielleicht? Also du hast mal nicht geredet. Das kann sein, ja. Ich hab die ganze Zeit geredet. Ich will mich gerade so wie Maudado und so. Och Mann. Wie viel Spielstunden hast du im WRS? Um die 65. Ich habe euch gerade auf Instagram gefolgt. Richtig geil. Dann kannst du gleich auf den Discord auch noch kommen. Zwinker, zwinker. Ich bin erstmal weg. Bis gleich. Bis später. Ach so. Sorry für das Schwarzbild. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin eigentlich am Dingsterbumster im. Das finde ich jetzt nicht asozial. Was? Das Schwarzbild? Ja. So. Jetzt habe ich das Hintergrundbild drin. Diese Changelog hört sich so an, als wäre das Spiel komplett neu und es wäre der erste Patch gewesen. Muss okay, ja niemand Eli, wissen. Ich geb's doch auf mit der Mittelstation. Okay. Wieso? Okay, jetzt werf ich richtig viel wieder auf den Haufen, geil. Das ist einfach richtig nervig, diese Sache einzeln so zu platzieren. Und irgendwie finde ich nicht so die guten Objekte dafür. So. Das heißt ja nicht, wenn ich auf die Ressource aufgeben muss. Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Ach, das ist so. Das ist ja ein Ding. Das ist ein Ding, ja. Die Line. Was könnte man hier machen? WRS spielen. Er hat ihn ja nicht. WRS kaufen. Geht nicht. Was löscht du da raus? Ich lösche gar nichts raus. Ich kopiere nur die Sesselpositionen vom Safe Game, also vom tatsächlichen Safe Game, in das Reset Safe Game, sodass ich, wenn ich die Bahn zurücksetze, sodass die Sessel dann im Bahnhof sind und nicht auf der Strecke. Eli, bevor du das Game wieder startest, installier das Update. Dieses Glätten plus ist richtig gut. Aber gibt es nicht wieder Bugs mit dem Savegame-Speichern und so? Bei mir gibt es keine Probleme bis jetzt. Ja, bis jetzt. Warte, ich kann mal Speichern drücken. Ein kritischer Fehler aufgetreten. Nein, Map ist weg. Hahaha. Ich hab's auch gerade neu gestartet. Also, ist noch alles da. Okay. Ja, dann.
kann ich es kurz machen. Dann mach ich es. So, das mache ich jetzt einfach mal so nebenbei. Ich will jetzt mal wissen, wie das aussieht, wenn man diese Stütze so krass neigen kann. Ja. Stütze 9C. Julius. Julius. Nein. Stream mal bitte. Warum? Ich möchte die Neigung sehen. So, zack. So krass sieht das gar nicht aus. Vorher waren es wahrscheinlich 29,9, oder? Genau. Nee, 25. So, ich wollte in die Public Beta, stimmt. Beta, Public Beta, schließen. Aktualisieren. Okay, das geht dir relativ schnell. So ist jetzt 30 und sowas. Vorher und so kann man es jetzt machen. Kannst du zu dem, was du gerade gemacht hast, ein Tutorial machen? Oh Gott. Ist nicht so kompliziert, aber ja. Irgendwie kann man für alles ein Tutorial machen. Ich schaue es mir mal an, ob ich eins mache. Vielleicht, wenn ich am Wochenende langweilig habe. Ja, aber ich mag nicht so als klickgeiler Typ rumkommen. Ist ja auch kein klickgeiler, sondern ein Geldgeiler. Man hat hier die 40.000 Dingstunden, Wiedergabestunden. 4.000 müssen es sein, nicht 40.000, oder? Achso, ja, 4.000, Entschuldigung. Irgendwann, bald mal. Ich weiß genau, um was es geht. Ja, vielen Dank für die 530 Abos. Ich habe gar nicht gesehen, dass ihr jemand abonniert habt. Sorry. Wenn die Leute ihren Kanal nicht auf öffentlich haben, können wir ja nichts dafür. Ja. Es hat schon aktualisiert, richtig geil. Und ich habe auch gerade gesehen, dass schon 317 Leute die Map abonniert haben im Steam Workshop. Richtig geil. So, ich dachte gerade 317 Leute haben den Stream schon gesehen. Nö. Das vielleicht auch, das könnte schon sein. Hallo Ben, schön, dass du da bist. So. Jetzt schaue ich mir mal an, passt. Serserjoch passt auch, Spacejack passt auch, Panorama auch, Kreuzjoch auch, Schneeexpress auch, Ostwindexpress auch, der Zumstein, der sollte auch passen, der Tal, der Minzi-Express passt noch nicht, stimmt. Was muss man eingeben bei den, was über die Bahn schließt und wann sie öffnet? Kann ich dir gleich erklären. Kilian kommt gleich wieder, alles klar. Bis da. Ich bin so überfordert mit dem ganzen Zeugs hier. Alter, ist das eine krasse Mucke. Nach dem Minzi 12er Kirchhorn sollte auch funktionieren. Patscherkofel sollte auch funktionieren, oder? Julius, funktioniert der Patscherkofel Express? Warum? Hä? Was? Ja, keine Ahnung. Halt zum Zurücksetzen ist der richtig zum Zurücksetzen. Ach, ich mach's einfach schnell. Bin überfordert. Was ja, soll ich dann zum Zurücksetzen? Das. Dann geht's dir endlich mal wie mir. So, einfach nur Copy-Paste. Ja, eh. Super, ich find's auch krass. Ihr könnt euch doch mal an den Sir Mario erinnern, oder? Ja. Da
dass er gar nicht mehr da ist und nicht mehr in den Streams, dass er jetzt komplett so beleidigt ist. Ja, wäre ich auch. Aber wer halt Scheiße baut, der wird halt gebannt. Es reicht, wenn er dann noch einen Bannumgang macht. Ja. So, dann noch die Steiggipfelbahn und dann haben wir es. Wir sind gleich wieder im Spiel, Leute. Das ist krass, wie einfach 25 Leute Numpet plus plus zuschauen. Ja. Ist auch sehr interessant. Ja, richtig geil. Vor allem mit mir als Streamer. Gar nicht selbstverliebt oder so. Nein. So, speichern und dann können wir auch wieder ins Spiel gehen. Jetzt habt ihr wieder kurz Schwarzbild, ich weiß. Ey, das ist richtig asozial. Also, bei den Zeiten, wann sie öffnet, da gibst du einfach ein, wenn du jetzt zum Beispiel um 7.30 Uhr das Gebiet öffnen musst, oder willst, dann gibst du einfach die 7, also dann musst du 7,5 mal 3600 rechnen. Also 7,5 für die halbe Stunde. Und die 3600 ist für jede Sekunde, weil eine Stunde hat ja 3600 Sekunden. Und das Spiel rechnet mit Sekunden. Und deshalb ist es so, dass du einfach die Zeit, die du haben willst, in Stunden mal die Sekunden rechnest und dann das in diese Zeile eingibst. Und wenn du es zum Beispiel um 16.15 Uhr wieder schließen willst, dann gibst du einfach 16,25 mal die 3600 und diese Zahl, die da rauskommt, die gibst du dann einfach in die Zeile ein. Genau. Und dann übernimmt das auch der Computer, wenn du es, also die Betriebsleitung auf Computer gestellt hast, dann übernimmt das der Computer auch, also er beschickt dann die Bahnen auch automatisch zu verschiedenen Zeiten und so. Und ja, genau. Ey, Eli, dieses Move Plus Plus ist so geil, wenn man dieses Türö. Was ist im Patch 6, Julius, dein Einsatz? Moment, ausführlicher oder nur der Grund? Grund. Grobe. Grafikverbesserung, harte und flackernde Schatten weitgehend. Dynamische Kameraführung in Fahrzeugen, neue Funktionen im Terrain-Editor. Terrain. Smooth Plus Plus, Bugfixes für die Stabilität von Safe Games, Wartungsgehänge auch an neu gebauten Anlagen, Stützenrotation bis plus minus 30 Grad möglich, Kollision von Gondeltüren kann man jetzt an- und ausschalten in Gameplay-Einstellungen und viele weitere Kamerapositionen, Auto verbessert, Partikel oberhalb des Spielers entfernt, Replace Bug bei Höheneingabe, Stuporenbahn beschicken mit C-Abstand und so weiter. Ah ja. Hallo Samuel G, schön, dass du da bist. Und was gibt man darüber ein? Hä, was meinst du damit? Also, ich kann es dir noch mal kurz zeigen, warte. Ja. Bildschirm aktivieren, so. Zack, AGD-Kugel. So, wo habe ich denn das Zeugs hier? Was meinst du mit darüber? Wird die Map released? Ja, eine ältere Version gibt es schon im Steam Workshop und die heutige Version nach dem Stream lade ich dann auch heute Abend oder spätestens morgen hoch. Also als Aktualisierung. Wo 000 steht, ja, da gibst du die Koordinaten ein, die du haben willst, dass du die Bahn als Vorschaubild hast. Also du kannst zum Beispiel dann mit dem Kameramodus genauso hingehen zur Bahn, wie du den Winkel haben willst und alles. Dann speicherst du, gehst nicht mehr aus dem Kameramodus raus und gar nichts, sondern bleibst in dieser Position. Dann speicherst du, gehst in die Safe Game Datei und gibst dann mit Steuerung F Spectator ein. Da kopierst du alle fünf Koordinaten
Und dann gibst du den ersten Wert hier bei IMG Background Position beim ersten ein, die zweite Koordinate beim zweiten, die dritte Koordinate beim dritten und dann die vierte und fünfte dann in der nächsten Zeile. Und die 0 in der nächsten Zeile, die lässt du einfach da stehen, wo sie ist. Ich frage mich manchmal, ob ich das verständlich erkläre. Kannst du das vielleicht später nochmal zeigen? Ja, vielleicht. Jetzt kommt gleich vielleicht ein Tutorial. Markus, kannst du zufällig ein kleines bisschen Englisch? Sebastian Herzog, Corby 4K und GR Muffin ist dem Server beigetreten, heute Abend schon. Schön, dass ihr beigetreten seid. Warte mal, es gibt nämlich von ein paar Erinnerungen. Wenn du ein bisschen Englisch kannst, kannst du es auch damit machen. Reicht wahrscheinlich, wenn du es einfach in Google Übersetzer reinkopierst. Oder so, kann man auch machen. Ja. Das scrollst du ganz nach unten, da steht es dann. Hallo Kilian, schön, dass du wieder da bist. So, Eli, wir wollen jetzt sehen, wie du ausrastest, wenn du Editor-Funktion nutzt. Ach so, Editor. Editor. Torö. Stapfen. Smooth plus plus. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Wo ist es noch? Hackig. Hackig. Ah ja. Smooth plus plus. Oh, hey, what the fuck? Das macht es ja nur noch eckiger. Das macht's. Also wenn du so eine Replace-Web hast. Warte mal. Ich mache das jetzt mit Replace einmal. Und so eine So. Replace-Höhen hat, dann kann man das echt gut. Dann 335. Hast du schon die Kombibahn im WRS gebaut? Das geht doch gar nicht. Halt, es gibt doch gar keine Kombibahn. Indem man den Bahnhof so verbuggt wie Julius. Ach so. Ich habe doch mal eine 3S-Kabine eingebaut. Ach so, das. Nein, habe ich nicht gemacht. Das ist aber auch nicht so geil, wenn es dann in der Station. Kann man auch Gestein im Sandbox-Modus platzieren? Ja, klar, kann man das. Sie schreiben gerade rein, dass es geht. Ja, aber Julius, das macht es nicht ganz flach und so, sondern es macht das Grobe flacher. Und da muss man trotzdem nochmal mit dem Smooth drüber. Ja, aber trotzdem, du musst überlegen, wie das am Anfang. Ja, klar, Also, für das das ist ist jetzt. es schon gut. Also, das ist schon. Das stimmt. Ja, man kann das mit den Sesseln und Gondeln machen, aber das ist dann halt. Unten in der Station sieht das blöd aus. Ja. So, jetzt Play. Dann warten wir mal, bis es morgen ist. Hä, kommt die Unwetter oder was? Wetter? Och Gott, heute kommt es Sabine. schneien. Nicht Sabine. Wieso? Verschone uns. So, ich gehe jetzt mal bis 6:30 Uhr und dann mache ich es wieder langsamer. So. Was war das nächste Projekt, das ich machen wollte? Die Mittelstation, oder? Mittelstation. Oh Gott, will ich das wirklich? Ich habe schon aufgegeben. Ja, aber du Ich bin hattest das so auch überfordert. schwerer als ich. So.
Also, Ropeways. Warte kurz, ich kopiere zuerst noch die alte. Also ich speichere jetzt mal. Speichern. Dann kopiere ich mir die alte Save Game Datei auf den Desktop, damit ich dann die Position von den Gondeln wieder reinfügen kann. Save Games. So, Steuerung C. Irgendwo auf den Desktop. Dein Ziel Meinst du denn mit ersetzen. links auf Fahrseilbahn? Gibt es das jetzt oder wie? Das steht hier irgendwie, dass es das gibt. Wo? Als Bug oder halt als Patch-Ding? Ja, das steht da drin. Was steht da? Als. Links auf Fahrseilbahn jetzt möglich. Ja, bis jetzt gehen ja alle Bahnen auf der rechten Seite von der Bahn hoch. Also Echt? auf dieser Seite. Und dass sie dann vielleicht auf der linken hochfahren, so. War das echt bei Ja, allen? genauso wie die ganzen Leitnerlifte. Nein, das ist bei jeder Bahn unterschiedlich. Da braucht man richtig viel Zeit für Stimmt, das war Kombibahnen. echt bei allen. Da musst du die ganzen Gondeln einzeln programmieren. Ja, stimmt, aber ich finde das irgendwie. Es müsste eine richtige Kombibahn geben, dann würde ich es sofort machen, aber ja. Hallo Biasing Gamer 1, schön, dass du da bist und hallo Matzi. Ja, klar kann man das mit diesen Sesseln einfügen, aber das sieht halt kacke unten an der Station aus, weil die dann die Gondeln alle durchs Förderband glitschen. Genau. Und zweitens die Türen, je nachdem, was du halt benutzt, gehen die Türen oder die Hauben nicht auf. Edit. Dann setze ich mal diese Station hier so nach vorne. Warum beschickt die Bahngondel von selber? Weil ich sie so einprogrammiert habe, dass sie dann das von selber kann. Also es ist jetzt 6:38 Uhr, um 7:30 Uhr soll sie öffnen. Also beschickt sie jetzt von selber. Eigentlich sollten die Bahnen hier oben auch langsam anfangen. Nämlich die hier. Fängt sie schon an? Nö, hat keinen Bock. Ach so, da muss ich noch die Betriebsleitung abgeben, stimmt. Am coolsten finde ich ja immer noch, dass der Sommerbetrieb ist, aber auf den Dächern von den Seilbahnen ist immer noch ein halber Meter Schnee. Feature. Alles drauf geschneit. Feature. Eindeutig Ja. Feature. Das ist genauso wie man im SAS auf Schalter umlegen einfach direkt die Netze für die Rodelbahn dran machen kann. So, okay. Ja, Express. was ist damit? Also ich Nö. finde das geil, dass man das machen lassen kann. Was? Ja, mit dem beschicken lassen zu Genau. verschiedenen Zeiten und so. Nee, So. neig mal eine Stütze 30 Grad. Eine Sieht komplett ungewohnt aus. Stütze 30 Grad. Ja, sieht So, irgendwie so komisch 3. aus. Ja, bis wie viel ist es Letztens bisher gegangen? Bis 25. 25, aber jetzt sieht noch, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, geht Ich sehe es schon. voll oft. Ja, aber irgendwie echt. Also, Also ich zum finde das jetzt Beispiel nicht bei so der abnormal. nee, überhaupt nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich wohne im Flachland. Das ist natürlich die Entschuldigung für alles. Bei uns geht der Schlepplift zu steil. Ah ja. So, Unangenehm. Talexpress. Ja, wir haben einen Schlepplift. Edit Also nicht der Lift. Rogue Dive, nein, Edit. Soll ich den Talexpress einfach löschen und neu bauen? Okay. Talexpress Bild. Das wäre dann auch eine geile Gondelbahn. Bild. Zack.
Ich weiß nicht, vielleicht platziere ich jetzt die Station hier drüben. Ich glaube, das ist mit dem Ausstieg besser, oder? Was meint ihr, soll ich die Bahn auf der linken oder rechten Seite von der Piste, wenn man runterschaut, platzieren? Keine Ahnung. Ja, schau dir mal im Stream an, was du meinst. Sagen links. Rechts. Links. Links. Okay, dann mache ich es wieder. Ich glaube, ich mache es einfach Rechts Swap auf der gemacht. Seite, auf der er vorher war. Okay, links, rechts. Hä? Was denn nun? Ja, kritischer Hase. Und wie kann ich das mit dem Ding ändern? Also mit dem Links links oder hochfahren? rechts hochfahren? Ich habe gerade schon gefragt. Vielleicht kriege ich eine Antwort. Okay. Allzu gut. Vielleicht, ich guck mal, ich baue mal eine neue Bahn, dann gucke ich mal in der LUA, vielleicht gibt es da irgendeinen Eintrag. Ja. So, da. Der Talexpress, den muss ich ein bisschen hier rüber schieben. Die passen so richtig perfekt hier hin. Also halt, sie sind voll parallel und so. Mega perfekt. Nur sie sind nicht ganz optimal. Warte mal. Die passen Finish. mega perfekt, nur sind sie nicht ganz optimal. Klingt logisch. Ja. Mega. So, jetzt ist das alles glatt und so. Jetzt sollte es auch funktionieren. Funktionieren. Oh Gott. Safe Game finde ich jetzt nicht so anders einstellen. Haben Sie noch nicht zurückgeschrieben? Nein, noch nicht. Meine Güte. 12er Express Edit. Zack. So. Refresh. Finish. Kann man die Absperrung bei der Bahn wegnehmen? Leider nicht, nein. Oder Julius, weißt du da etwas, dass das geht? Nicht, oder? Du kannst hier halt nur einklappen und einen Block über diese komischen Schalter machen, dass man die nicht mehr anmachen kann, aber Dass man die nicht mehr anmachen kann. ja, diese Absperrungen, Das aber klingt. die bleiben da immer abgebaut an der Seite stehen, das kannst du nicht wegmachen. Was meinst du, ist es besser so versetzt oder so gerade aneinander? Kommt drauf an, wenn du es in ein Gebäude packst, würde versetzt natürlich besser aussehen. Schon. Naja, weil du dann den Eingang, weißt du, sieht besser aus, wenn es so nebeneinander ist, dann Ein- und Ausgang. Ja, aber schau es dir mal im Stream an, ich würde es halt so machen. Ja, ich sehe es schon. Ach Ja, so, so, okay. ja, meine ich ja. Dass du Okay. das dann, wenn du es dann zubaust, sieht es, glaube ich, besser aus. Das Problem ist, ich habe jetzt hier noch diesen Spalt in der Mitte. Aber da kann ich ja irgendwie noch mit Texturen oder so arbeiten oder mit Betonklötzen, oder? Ach so, diesen. Ach so. Dieser doofe Spalt hier. Ja, aber es ist einfach irgendwie Mauer dazwischen oder so. Ja, okay. Also so würde das auf jeden Fall funktionieren. Sollte eigentlich. Dann platziere ich die noch mal neu. Ach so. Jetzt auf einmal funktioniert's, oder? Ich hole mir jetzt was zu trinken.
Okay, passt. Viel Spaß. Mach ich. Werde ich auch. Mach ich. So, Finish. Yay, jetzt habe ich noch eine Gondelbahn. Ich fände es geil, wenn man hier so eine Kombibahn machen könnte. Dass sie einfach hier nur Gondeln hat und hier aber die Gondeln weiterfahren und hier aber die Sesseln umdrehen und hierauf Sessel und Gondel sind. Ich habe es mit Hilfe eines Bugs geschafft, eine Bahn mit Mittelstation zu bauen. Lul. Diesen Bug will ich wissen. So, die Bahn ist jetzt in Betrieb. Schon viel zu früh, aber okay. Die Bahn passt jetzt auch schon. Und die Bahn ist auch in Betrieb und die wird jetzt anscheinend auch beschickt. Ich finde das so geil, dass das alles auf die Zeiten angepasst ist. Und wenn es dann noch funktioniert, ist es noch viel geiler. Ach so, beschicken die sich automatisch oder was? Ja, klar. Wenn du den Betriebsleiter gibst, ne? Ja. Dann machen sie das alles selber zu der Zeit, wie es eingestellt ist und so. Oh, das ist nice. Magst du Revinside? Ich schaue ihn nicht aktiv. Irgendwie ist er viel zu sehr ein Schreihals für meinen Geschmack. Das ist Laurin ja nicht. Oh, jetzt kannst du direkt eine 30 Grad Ausfahrt stützen. Ja. Ah ja. Ja, das sieht doch nice aus. Richtig geil. Alter. Ich hasse es. Das ist doch so behindert. Wieso? Schön. Traum. Welche Musik hört ihr? Das ist eine Stream-Playlist von No Copyright Sounds. Ich warte ja immer noch auf den Patch, wo man dann endlich ins Hauptmenü gehen kann. Oh, da wirst du noch lange warten. Ich kann den Cache nicht anderweitig clearen. Man das trotzdem machen kann. Ja, das musst du Harinoways fragen. Guten Abend. Hallo, schön, Hallo. Dass du da bist. Hügel ist ja perfekt für diese Stütze. Ja, den habe ich schon auf den alten Talexpress angepasst. Die dritte Stütze ist viel, bitte keine Doppelstützen auf der Strecke. Hä, wieso nicht? Das gibt es doch voll oft, dass es Doppelstützen auf der Strecke hat. Mögt ihr manchmal zum Brenner fahren? Da fahre ich immer nur drüber, wenn ich in den Urlaub fahre. Endlich wieder ein Stream. Ja, also wir haben ja einen Streamplan eigentlich.
Der besagt, dass wir jeden Freitag und Montag, außer in Ausnahmefällen und kritischen Situationen, immer streamen. Anyways, meinte, dieses Umstellen für die linke Seite ist für Moddingbahn, nicht für die normalen. Ja, danke für gar nichts. Meine Fresse. Ich habe mich auch verarscht gefühlt. Alter, einfach nein. Naja, aber wenn sie jetzt immerhin schon mal diesen Modlift vorbereiten, diesen Lift irgendwie, dass Modder auch Lifte modden können, ist ja schön, dann können die das auch mal machen. Ja. Für den Bug mit der Mittelstation musst du schaffen, dass das Game denkt, dass es möglich ist, indem du den Einstellungen einen SRS-Link von der Map Steinkugel. Wow. Ah ja. Okay, das mache ich. Funktioniert sicherlich. Mach ich nicht. Wo fährst du auf Urlaub hin? Ja, wo war ich bisher? Auf. Wie heißt es? Elba war ich einmal. Auf Kirk. In Norwegen war ich mal 3 Wochen. Wo war ich sonst noch so? Halt in Italien, so Gardasee und so. Eli? Für die Mittelstation musst du einfach von der AMT-Seite den Steinkugel-Download-Link reinkopieren in eine LUA und dann ist es direkt da. Den Steinkugel-Download-Link? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es funktionieren soll. Irgendwie. Hat er geschrieben, für den Bug mit der Mittelstation musst du es schaffen, dass das Game denkt, dass es möglich ist, indem du den Einstellungen einen SRS-Link von der Map Steinkugel. Ja. Yeah. Okay. Vielen Dank für die Info. Ist zu hoch für mich. Kennst du den Ort Vlies in Tirol? Nein, kenne ich nicht. Kannst du die neue Bahn fahren? Ja, können wir mal mitfahren, aber ich passe es jetzt zuerst noch ein bisschen an. Wie alt seid ihr? Ich bin 17. Julius, Leo. Keinen Bock zu sagen, wie alt ihr seid. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist er wieder gemutet. Locker jetzt gleich, ach so. Ah nein, er ist nicht gemutet. Leo? Leo, hallo! Und wer redet da eigentlich auch noch außer Eli? Keine Ahnung. Hi AGT Leute, könnt ihr sagen, was ihr heute so gemacht habt und für die... Also, ja, Eli hat wunderschöne LUA-Sachen eingetragen und eine neue Bahn gebaut. Ja, mehr oder weniger neu. Und jetzt baut er eine Mittelstation-Bahn. Also, ja stimmt, ich habe eine neue Bahn gebaut. Alter, du Fuchs. Ja, richtig aufmerksamer Mod hier. Mhm. Direkt Gehaltserhöhung, jetzt zahlst du 200 Euro im Monat. Geil! Wer redet da eigentlich noch außer Eli? Weil Lauvin heute nicht da ist, habe ich mir gedacht, ich hole jetzt einfach mal meine geilen Mods ins Boot. Und das sind Julius. Und... Hallo. Und hallo. Und Leo, aber irgendwie ist der gerade nicht ganz so aktiv. Also meine Map mit der Mittelstation ist am Arsch, weil meine Bahn nur mit 1 km/h fährt. Ah ja. Okay, darum mache ich das also auch nicht. Hallo. SC Living TV oder Skliving, keine Ahnung. Schön, dass du da bist. Habt ihr das neue Smooth Plus Plus schon getestet? Ja. Aber ich weiß noch nicht, ob ich davon begeistert sein soll oder nicht. Wenn du deine Map aus Versehen löschst und dann sie wieder neu baust, dann wirst du sehr begeistert sein.
Hä, hey, was? Wer schreibt das? Oder, hä, hey, was? Nein, das habe ich jetzt geschrieben. Ach so, wie, hä, wie kommst du jetzt da drauf? Dann wirst du begeistert sein, weil du einfach mit diesem tollen Smooth Plus Tool deine Replace-Höhen super einfach runterglätten kannst. Ach so. Mega geil. Richtig krasser Scheiß. Ja. Müsst ihr auch in die Schule gehen? Ja, ich habe jetzt gerade eine Woche Ferien gehabt, aber nächste Woche geht es auch wieder los, leider. Wie alt seid ihr? Ich bin 17. Aber Ich oft das hier noch gefragt wird. ja, ist anscheinend oft gefragt. So. Mega krass. Brauchen FAQ. Hallo Juse Kraft und hallo Mauro Föhn. Schön, dass ihr da seid. Habt ihr die Bahn schon vorher garagiert? Weil wenn ich die Bahn auf dem AGD-Kugel kaufe, sind sie alle garagiert. Ja, das habe ich extra so gemacht. Und ich habe sie auch so extra so gemacht, dass du sie zuerst kaufen musst, außer dem Schnee-Express, glaube ich. Das ist Schmeckt's? alles so gewollt. Es ist High Quality. Ich frage mich immer noch, warum sie noch nicht geschafft haben. Leo? Ja. Er ist schon drin. Erlebt. Leo, wir haben dich schon vermisst. Schön. Ich frage mich, warum sie es noch nicht geschafft haben, dass auf eigenen Pisten keine Leute fahren. Das finde ich so absolut traurig. Aber ein NPC-Editor ist geplant. Ja, geplant bringt mir nichts. Ey, das ist schon krasser Fortschritt. Könnt ihr mir mal bitte erklären, warum man jede normale Sesselbahn, die nicht fix geklemmt ist, Hochgeschwindigkeitssesselbahn in Klammern Kuppelbahn nennt? Wie nennt man die noch? Hochgeschwindigkeitssesselbahn mit 4 oder 5 Metern pro Sekunde. Ich wollte nur sagen, Hochgeschwindigkeit. die Velilegbahn in Ischgl fährt 6 Meter pro Sekunde und das ist dann wahrscheinlich wieder keine Hochgeschwindigkeitssesselbahn, Nee, oder? das ist Turbo. Doch. Das ist Turbo. Hochgeschwindigkeit, Alter. Die fahren dann wie in Kühtheim mit 0,5 Meter pro Sekunde. Also die neuen D-Lines fahren ja bis zu 7. Also von dem her. Markus, kannst du dir den Kaufpreis selber aussuchen? Nein, der wird berechnet. Hä, was, echt? Ja, den kannst du nicht selber aussuchen. Doch, klar kannst du dir den aussuchen. Natürlich kann man den nicht selber aussuchen, einfach in der LOR-Datei gucken. Ich habe keine Ahnung. Ja, du kannst es einfach. Echt? Wenn du die Bahn einprogrammierst, kannst du da die täglichen Kosten, die die Bahn verursacht, die Kosten pro Sessel, der beschickt ist, Nee, und nee, den. nee, nee, er meint jetzt den Kaufpreis, glaube Ja, und den Kaufpreis kannst du dir da alles einstellen. Das wollte ich gerade in ich. diesem Wird der Satz nicht noch fertig berechnet? sagen, nö? Wusste ich natürlich, war ein Prank. Genau. Alter, Komm in mal Ischgl nach geht's Saalbach. gerade. Hey, was? In Ischgl geht's gerade komplett ab mit Sabine. Nur 76 von 239 Pistenkilometern geöffnet. Wow. Bei uns war diese Woche alle Skigebiete komplett geschlossen. Ich hatte Ferien und 3 Tage in meinen Ferien war einfach alles komplett zu. Das war richtig geil. Weißt du, was ich jetzt auf deine Aussage vorhin sagen würde? Opfer. Du hast mich. Hochgeschwindigkeit. Hochgeschwindigkeitssesselbahn. Also Kilian hat noch geschrieben, komm mal nach Saalbach, da gibt es 68 Doppelmeier-Lifte und 7 Leitner-Lifte und ich hoffe, dass sie die Leitner einfach wegreißen und Doppelmeier hinkauern. Ja, wäre richtig geil. Hinbauen. Ah, okay. 2,5 km/h, das habt ihr schon vorgelesen. Sesslift 6 Meter pro Sekunde, Kabinenumlaufbahn 7,5. Echt? 7,5 sogar. Hochgeschwindigkeitskabinen Was? Umlaufbahn. Sesselbahn. 7,5.
Nein, Kabinenumlaufbahn 7,5. So, wo ist der Talexpress? Hallo, wo ist der Talexpress, wenn man ihn braucht? Ah, da. Ah ja, So, ich wir. gehe jetzt mal ins Bett. Du. Und ich gehe nicht aus dem Bett mit, sondern ich schaue den Stream einfach. Okay, passt. Julius, bleibst du noch da? Noch eine Minute. Ich lege mich nicht so rein wie Laurie. Ja. Was? Die Gigijochbahn in Sölden, die fährt 6,5 Meter pro Sekunde. Also tschüss. Tschüss, danke fürs dabei Bis sein. bald. Tschüss, Leute. Tschüssi. Gute Nacht. Und weg war er. Ja, Julius, endlich sind wir ihn los. Der guckt doch noch zu. Ja, aber jetzt gerade nicht. Glaube ich zumindest. Gleich in den Kommentaren. In den Kommentaren, Alter. Im Chat. Leute, wenn es euch gefällt, dann liked auf jeden Fall diesen Stream, dass wir heute auf jeden Fall noch die 40 Likes knacken. Das wäre richtig geil. Und die 600 Abos Und für. abonniert und aktiviert die geile Glocke. Das wäre richtig geil von euch. Was sollte ich jetzt machen? Ich bin gerade komplett überfordert. Ah ja, ich. Plätzchen, Nationen mit coolen Objekten, Mauern. Ja, aber zuerst wollte ich noch die Alex Brech. Talexbrech. Da wollte ich noch umstellen, dass es eine 10 MGD ist und nicht mehr eine 6CLD-B. Genau. Genau. Kannst du bei den Talexpress die Gondeln rot machen? Sieht Rot. halt nicht so geil aus irgendwie. Was? Sieht Wenn nicht du so die geil aus. Gondeln beim Talexpress, also wenn du Gondeln generell rot machst, mit der blauen Scheibe sieht das komisch aus, finde ich. F wird überbewertet. So, Talexpress, wo ist der? Ach nö. Talexpress, warum? Ach so. Klar. So, ist eine 10 MGD. 10er Gondel. Alter, was hast du vor? Wie lange streamt ihr noch? Ja, so halb zwölf, zwölf, denke ich mal. Das passt noch alles so. Speed kann ich Du auf musst noch ab 6,5. Downhill musst du noch türmen. Nö, warum sollte ich Downhill machen? Halt, das macht doch voll keinen Sinn beim Talexpress. Ja, stimmt. Weil es gibt ja voll viele Kabinenbahnen, bei denen es einfach nur hoch Ja, geht. stimmt, kannst du hochfahren, aber nicht runter, vor allem beim Talexpress. Genau. Hast du absichtlich Talexpress geschrieben? Ja, habe ich. Hallo Leo, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Und wie kann diese dann die mit der meisten Förderkapazität sein? Die hat einfach einen extrem kleinen Abstand zwischen den Gondeln. Ich glaube nur so 53 Meter oder so. Und dadurch kriegen sie einfach extrem viele Leute hoch. Macht ihr eigentlich mal einen Planet Coaster Stream? Und wenn ja, dann wäre es cool, wenn ich mitlabern könnte, weil ich bin Planet Coaster Experte und spiele schon 2 Jahre Planet Coaster. Das muss ich mal mit Laurin ausmachen, weil generell und überhaupt und so. Ja. Es wäre eh cool, was ist? Ja, warte, warte. Es wäre eh cool, wenn man Zuschauer im Stream mitlabern könnte. Aber die Frage ist dann, welche Zuschauer wir dann mitlabern lassen und welche nicht. Das ist halt dann immer ein bisschen kritisch. Darum haben wir uns bisher immer einfach gedacht, entweder nur wir zwei oder halt mal Laurins Bruder oder mal unsere Mods oder so. Darum machen wir das eigentlich so. Markus, kann man die Geschwindigkeit selber aussuchen? Naja, du kannst sie geringer machen, aber nicht höher. Ja. Das funktioniert. Das funktioniert nicht.
Die Kaufpreise der Lifte solltet ihr ja an jede Anlage etwas anpassen. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich das ausrechnen soll. Halt. Oh. Was? Leo hat den. Leo, das hast du nicht gehört. Ist Das voll war laut. alles imaginär. Aber wenn eine D-Line mit 6,5 Meter pro Sekunde fahren kann, dann könnte man eine Bahn mit 6.000 Personen pro Stunde bauen. Kann sein, wenn du das jetzt ausgerechnet hast, aber Halt, vielleicht ist das schon möglich, aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass man das macht. Okay, schade, aber wie wird man eigentlich Mod, außer dass man halt immer im Stream aktiv ist, weil ich bin eigentlich bei fa fast jedem Stream dabei. Was hast du vor? Nichts. Eier. Ich habe Nichts. Leo gebannt. Eier. Ich habe gehört, dass die Doppelmeiseilbahn viel schneller fahren als Leitner. Also expliziten speziellen Fällen wie Georgien, ja. Leitner fährt schon langsamer, wenn man mal guckt im Zillertal. Da sind sie ja eigentlich immer nur garagiert in der Stütze. Genau. Julius, was sollte ich jetzt machen? Die Gondeln färben, oder? Ja, ich glaube schon. Was habt ihr eigentlich gegen Leitner? Wir haben gar nichts gegen Leitner. Nein. So, Ich dann bin starten wir mal angehender wieder Spiel. Seilbahnbauer. Welche Firma? Welches Unternehmen? Jetzt bin ich gespannt. Es gibt Sag nur nichts richtig Falsches. oder falsch. Ja, gibt nur ein richtig. Und man braucht einfach keine Bahn mit 6.000 Personen pro Stunde. Ja, das würde wahrscheinlich die Piste dazu gar nicht aushalten. Ah, scheiße. So. Doppelmeier. Okay. Alles klar, Angenommen. richtiger Ehrenmann. Ehre. Ja, ich gehe schnell was zu trinken holen für mich. Komme gleich wieder, du musst jetzt halt kurz den Alleinunterhalter spielen. Ich bin einfach ruhig. Ich sag nichts. Also ich komme Als gleich Leitner wieder. gleich hässlich ranz italienisch und hat ein Bündnis mit D-Mark drängt. Lenk. Ah ja. Also bis gleich. Jo, bis gleich. Julius, hast du als Profilfoto die Polmaisbahn? Ja, habe ich. Ja, die ist wirklich nice. Vor allem das Rot. Muss man auf jeden Fall mal live gesehen haben. Bei uns in der Schweiz wird eine Megaseilbahn gebaut mit einer 3S und einer 10er Gondel. Ja, nice. War die erste Omega 5 Kabine. War das die erste? Hallo. Ja, stimmt. Ja. Hallo, Eli. Hallo. 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 Was gibt's Neues? Hab alles vorgelesen. Ah ja. So, jetzt lasse ich mal Tal Express und Dingsterbumster. Ich finde es schade, dass du die in der Kürze entfernt hast oder umbenannt hast. Ja, aber das war einfach ein kritischer Name.
Ich mache eine Strawpoll-Abstimmung, wer für die Wiedereinführung. Oh Gott. Außerdem wird das sowieso dann Talexpress 1 und Talexpress 2, also von dem her. Sektion 1 und so. Wie hieß die Panoramabahn, diese kürze Würzebahn da? Nö. Wie ist die denn? Wie heißt sie jetzt? 12er Express. Am Nassfeld in Kärnten steht die längste Gondelbahn der Welt mit 3 Sektionen. In Ding, am Golm, gibt es auch eine Gondelbahn mit 3 Sektionen. Aber da fährt man auch eine ganze Weile. Aber ich weiß nicht, wie lang die eine ist, also von dem her. So, hier eine Abstimmung. Wie soll die Bahn heißen? Oh Mann. Wie gesagt, es wird sowieso später. Also soll sie 12er Express bleiben oder die in der Kürze liegt die Würzebahn sein? Diese Gondel sieht da irgendwie ein bisschen steil aus. Ne? Ja, ja. Das sind halt noch die alten Stützen. Ergebnisse ansehen. 12er Express, kacke. Nein. Im Ernst? Ja. Ja, verkackt. Warum nicht die in der Kürze liegt die Bürze? Eine 15 MGD. Boah. Das sind geile Geräte. Geile der Geräte. Eier! Kannst du mir das mal erklären? Das ist nochmal eine Sektion. Abschnitt oder so, würde ich sagen. Ja, also, wenn du zum Beispiel eine Talstation, eine Mittelstation und eine Bergstation hast, dann ist die erste Sektion zwischen Talstation und Mittelstation und die zweite zwischen Mittelstation und Bergstation. Ich finde ja eigentlich immer noch die geilste 3S ist irgendwie diese Hontom-Bahn da. In China? Nee, nicht China. Wo das war. Vietnam oder so. Vietnam? Ich glaube, das war die längste Dreiseilbahn. Oder ist die längste der Dreiseilbahn der Welt. Okay. Kenne ich nicht. Oder kenne ich schon vielleicht. Ich komme gerade gar nicht mehr mit dem Ding klar. Wie kann man die Anlagen umbenennen? Klappt bei mir irgendwie nicht. Ja, entweder du benennst sie direkt beim Bauen oder halt im Safe Game, in der Safe Game Datei dann. Diese Station erinnert mich an Steinkugel. Ja, ich probiere halt halbwegs eine Mittelstation hinzukriegen. Ui, im Winterurlaub Seilbahn bauen schauen. Ja, richtig geil. Ach, als ob hier jetzt wieder Winterurlaub. Völlig unfair. Ist ja nicht so, dass du gerade warst. Tja, hallo? Ich würde auch gern länger, nicht in der Woche. Stimmt, ich auch. Aber ich habe das Glück, dass ich einfach die ganze Saison gehen kann. Kannst du einen Map-Rundflug machen? Ja, kann ich gleich machen. Meine Lieblings-3S ist die Penkenbahn wegen der Kurvenstütze. Oh ja. Kurvenstütze? Ja, ich glaube, die hat irgendwie 9 Grad. 9 Grad
Kurve, sag ich mal. Echt jetzt? Ja. Geil. Bartholet ist Müll. Alles, was nicht doppelbein ist, ist Müll. Ja, sagen wir so. Kennt ihr Kitzstein Honda? Wurde die neue 3S-Seilbahn gebaut? Ja, ich weiß. Die King Connection, ne? Kate Connection. Nein, King. Kein Ding von King. Stubaier Eisgrabbahn ist von Leiden, also mag ich nicht. Ja. Diese Stütze. Oh Gott, diese Stütze passt ja mal absolut nicht. Passt perfekt. 12er Edit. Welche Stütze ist das? 3. Kann ich vielleicht die Schau, vierte löschen? Okay, wie kommt man in die Public Beta? In Steam musst du Rechtsklick auf den WRS machen. Also in der Bibliothek? Genau, in der Bibliothek Rechtsklick auf den WRS, dann auf Eigenschaften, Betas oder kannst du Public Beta bei diesem Dropdown-Menü auswählen. Genau. Na gut, muss los. Man sieht sich. Abo ist eh schon seit 6 Monaten da. Alles klar, gute Nacht, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bartolet hat die neue 6er Sesselbahn in Lenzerheide gebaut und ich hätte lieber eine Doppelmeier D-Line dort gesehen. Ja, die ist richtig hässlich. Also, ich finde die absolut nicht geil. Was meinst du dazu? Bartolet. Mhm. Ich finde die Klemmen richtig hässlich. Ich finde die Sessel richtig hässlich. Ja, ist alles hässlich. Diese Klemmen sehen richtig weird aus irgendwie. Ja. So, dann. Bester Mann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank für das Lob und gute Nacht. Ciao. Achso, der Map-Rundflug. Stimmt. Also. Wir haben hier das imaginäre Dorf. Irgendwann einmal, sobald ich es gebaut habe, vielleicht. Dann. Nee, du schickst mir die Map einfach ein, ich mach. Was, du machst das Dorf, oder was? Könnte ich machen. Vielleicht? Also natürlich nicht, das macht Eli natürlich. Klar. Ich mache alles selber. Dann haben wir hier die Panoramabahn, die geht hier richtig geil bis ganz hoch. Hier oben habe ich bisher nichts verändert. Hier da ist dann die Peak-to-Peak-Gondel und der Kreuzjoch-Express. Dann hier der Tal-Express, der neue. Und der fährt aber nur nach oben. Genau. Hier die der 12er-Express. Dann seht ihr hier den Sersajoch-Express und hier den Schnee-Express und hier den Space-Jet und hier den Patschakofel-Express, glaube ich. Dann das hier ist die Zumsteinbahn, glaube ich. Das Eminzi-Bahn, Austrian-Express. Gibt es sonst noch eine Bahn? Ah ja, das hier. Was war das? Kirchhorn oder wie es heißt? Also ja, dann haben wir hier noch eine Piste hinten rum, einen geilen See. Und ja, ich frage mich gerade, warum diese Bahn schon wieder nicht fährt. Die Sessel von Bartholet sind von Porsche. Ja, Porsche Design, oder? Bei uns gibt es Bahnen, wo die Kabine von Doppelmeier sind und die Anlage von Garaventa ist. Warum haben alle Seilbahnen, die man neu baut, diesen Bug, dass eine Gondel beim Garagieren rausfährt? Hä? Echt jetzt? Ja! Ist das jetzt ein neuer Bug oder war das davor? Das war davor auch schon. Also mir ist es noch nie gewesen. Doch? Kann man die Map downloaden?
Im Steam Workshop wird die nach dem Steam Stream, denke ich mal, aktualisiert. Nein, im Steam. Ja. Steam. Also jetzt gibt es wieder auch schon, aber das. Leute, vielen Dank für die 41 Likes. Richtig krass von euch. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt muss ich die Bahn zurücksetzen. So eine Scheiße. Mann! Bartoilette hat, soweit ich weiß, eine Sesselbahn gebaut, bei der sich Sessel sich während der Fahrt leicht drehen, sodass man nicht gerade vorwärts fährt. Ja. Wieso? Ja, dass man besser den Ausblick genießen kann. Wow, Alter. Richtig krasses Gerät. So, kann ich man muss einen See bauen. Wenn du in diesen Objekteditor gehst. Warte. Environment Seaplane. Objekt Mode gehst du rein, dann auf Nu, Default, Environment und dann Seaplane. Und genau. Und da kannst du sie dann platzieren und größer machen. Auf jeden Fall Muskeln. 20 zum Beispiel und 50. Und dann hast du einen großen See. Einen ziemlich großen See. Ja. Das ist nur in den Schleifenbahnhöfen so. Du musst da einfach hin und her manuell rangieren, bis die Gondel. Bis. Was? Manuell rangieren die Gondel bis in der Garage. Bis sie in der Garagenposition steht. Nicht zurücksetzen. Ja, aber eigentlich. Hast du jetzt automatisch garagieren lassen? Ja. Schau, und hier fährt. Ah nein, jetzt fährt sie nicht raus. Eigentlich sind die auf Auto gestellt, die. Das sollte das eigentlich von. War und sollte von daher stoppen dann da eigentlich. Ja, eben. Das finde ich eben das Unlogische. So, wo bin ich gerade? Das ist nur beim ersten. Ja, okay. Ja, eben, das ist ja das Unlogische. Ah, die Bahn ist beschickt, das passt so. Irgendjemand hat gerade auch abonniert. Vielen Dank für dein Abo. Ist leider keine Meldung gekommen. Sonst, wenn sie noch kommt, dann lese ich deinen Namen gerne vor. Alter, geht das ab mit dem Skidu. Ja, man fährt auch mit dem Skidu auf so Graslandschaften. Klar, mit dem Pistenbully doch auch. Ja, stimmt. Real Platzi hat es gerafft, alles klar. Julius, dein Freund und Helfer. Alter! Also die Samamotta Snowfox ist in allen Geländesituationen ja. Genau. Perfekt geeignet. Genau. Yeah. Für die Vervollständigung. Ah, LS Bergbauernhof hat abonniert. Vielen Dank für dein Abo. Hast du schon den Pistenbully 600E Plus getestet? Ich habe ihn tatsächlich gedownloadet schon, aber getestet noch nicht. Alter. Ich bin gerade absolut verwirrt. Ach so, das ist die Garage, alles klar. Ich gehe mal in den Außenmodus. Ich finde es so doof, dass nicht einmal jemand auf dem Ding drauf sitzt. Kann man Du musst mal im WRS Discord in English Impressions. Ja, mache ich nach dem Stream. Baust du noch ein Dorf? Ja, klar, mache ich. Toilette, die Sesseln sehen ja hässlich aus als die 1990er Grabio-Sesseln von Leitner. Die kenne ich leider nicht. Oder halt zum Glück, vermutlich.
Kann man die Sesseln färben? Nein, geht nicht. Tschüss, Clashcrafter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis So. Montag. Gute Nacht. Der SAS-Typ war ja auch nicht der Beste. Ja, aber immerhin ist da jemand da gesessen. Die ganz Alten mit den Hauben. Schick dir per PN. Okay. Okay. So, dann setze ich die ganze Chose mal zurück. Dann garagieren. Alles muss man selber machen. Ach so, ich muss noch den Bahnhof einstellen. Ich muss leider gehen, hab morgen Skitraining und muss nur mit Leiter fahren. Oh Gott, du Armer. Aber viel Spaß beim Skitraining. Und gute Nacht und vielen Dank fürs Zusehen. Der muss mit Leitner morgen fahren. Du Armer. Kannst du mir erklären, warum diese Gondel hier stehen bleibt? Gesund? Das ist bestimmt die Abstandsregel. Ah ja. Oh. Notstopp. Notstopp. Ja. Wie kann ich noch mal schieben? Ich glaube R und F oder C und F. Ah ja. Ah, ja, mit R hat's geklappt. So, kannst du ja gleich mal ausprobieren. Kannst du in die Gondeltüren jetzt gehen, wenn sie zu sind? Zusehen. Wenn sie zu sind, ob die Collision haben bei dir. Ja, haben sie. Ich muss noch die Weiche einschwenken. Das ist immer so das Problem bei mir. Wieder der Hyperspeed-Not halt. Not halt ist übrigens schneller als Not halt ist B, ne? Ja, aber alle gleichzeitig sind am schnellsten. Das war halt Not halt Not B. Ah ja. So. Ich hab's geschafft, ohne zurücksetzen einfach rangieren, aber so geht's auch. Das AGT garagiert um 8 Uhr morgens eine Ja, klar, wer kennt's nicht? Oh Gott, die Bahn endet schon wieder wie. Ja, Keine. gesund einfach, oder? Healthy Lifestyle und so. Eli, eins noch, bevor ich schlafen gehe, habt ihr also die AGT Bock bei einem YouTube-Projekt namens Chaoskraft mitzumachen? Da sind lauter kleinere YouTuber und das Projekt ist so wie Craft Attack. Craft Attack. Was war Craft Attack nochmal? Ich bin da nicht so durch, Irgend so leider. eine Serie mit irgendwelchen YouTubern, bauen dann Zeug und so. Genau. Minecraft oder was? So ein, ja, Minecraft, so ein Bauprojekt eher so, keine Ahnung. Community Okay. mehr. Ja, ich schaue es mir mal an. Ich muss Also. auch mit Laurin reden und so, weil alleine ist das jetzt doof zu entscheiden. Aber du bist eh auf dem Discord, soweit ich gesehen habe. Also ich kann dich einfach anschreiben oder du schreibst mir nochmal, falls ich es vergesse oder so. In echt hättest du null Luft in den Reifen und die Abstandsregelung würde die Anlage anhalten darauf. Ah ja. Genau. 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 Hallo Jakub und hallo Lokismo, schön, dass ihr da seid. Es kommt tatsächlich um diese Zeit immer noch Leute dazu. Ja. Genau. Habe ich eigentlich die Seilbahn auf Obwohl. Betriebsleitung? So, Edi, Ah wo ja. bleibt denn die tolle Stationsverkleidung?
die du uns hier allen versprochen hast. Ja, ich bin derzeit noch mit, also ich will jetzt eigentlich gleich noch das Zurücksetzen der Bahnen einstellen Das ist nicht so wichtig. und die Gondeln Das sind nur färben. Ausreden. Ich weiß doch, dass du dich hier nur rausreden willst. Oh. Warum? Gar keinen Bock mehr auf ES. Doch, klar. Ich hätte Bock auf dieses Projekt. Das ist schön leer. Hallo Josef, schön, dass du da bist. Alter, wie lang ist diese doofe Bahn? Lang. Man crasht doch immer in die anderen Gondel rein, oder? Nö. Ja, wenn du mal bei dem Dach in der Garage guckst. Guck mal, geh mal in die Garage und guck dir mal an, wenn die Gondel da. Passt doch alles. Ja, geh mal in die Garage. Meinst du Wenn die das da hier? so komplett aneinander krachen. Nee, Wenn das sie so passt doch voneinander. alles. Nee, warte, guck mal da vorne an der Weiche da. Wo sie stehen bleiben alle, die Gondeln da. Da. Da so, Nein. da. Zurück. Da am Zurück. Tor. Am Tor. Ach so, vorne in der Einfahrt. Die crashen. Nee, die crashen immer komplett aneinander hier beim Bremsen. Ach Jetzt so, das ganz zuvor. meinst du? Ja klar, Ja, ist das ja ist ja. logisch. Er ist ja realistisch. Wie kann man Gondeln färben? Haben die schon vorgelesen? Ich glaube nicht, oder? Gibt's schon ein Tutorial? Ja, habe ich ein Ah, nee, ich Tutorial kann mein dazu Tutorial nicht hochgeladen. schreiben. Ich kann die Scheiben der Bahn färben, geht nicht. Replatz, ich schaue es mir gleich an. Also halt Ich nach dem weiß nicht, wie Stream. ich andere Maps spielen kann. Ich habe sie mir im Workshop abonniert, aber keine Ahnung, wie ich sie spielen kann. Manche Maps kannst du im Sandbox-Modus starten, aber die meisten einfach bei Spielen und dann auf Karriere. Da sollten die Also Regeln entweder sein. spielen, dann Karriere oder spielen und dann Sandbox. Und da sollten Ja, eigentlich alle nicht Maps, alle die in du abonniert hast, Sandbox. drin sein. Ne, bei Sandbox nicht. Das ist nur, wie es eingestellt ist, aber. Nö, bei Sandbox ist, soweit ich weiß, High Pass drin. Ja, nur die, genau. Ja. Aber sonst sind fast alle bei Karriere eigentlich. Ja. Ich finde die AfD echt schlimm. Alice Weidel ist Schweizerin, also Ausländerin. Dann ihre dunkelhäutige Frau, lesbisch und dunkelhäutige Frau. Und sie selber ist eine Rassistin und ausländerfeindlich. Ah ja. Wie findet ihr die AfD? Ja, Müll. Wofür braucht man die Public Beta SA? Für manche Maps, glaube ich. Wenn du jetzt deine Maps im Map im Patch 6 hast, dann musst du die auch im Workshop Ach so. irgendwie runterladen, Patch 6 haben. Also Public Beta halt. Denkt, es kommen Schneelanzen, ja, irgendwann bestimmt, aber halt als Mod. Ich habe schon ein ziemlich cooles Modell irgendwann mal hier. Wer ist Discord? Sah schon echt gut aus. Ich glaube, So. das Problem ist gerade noch für die Modder, wie die so Objekte mit Scripts versehen. Also das ist so eine komischen Ankuppelbahnen, die Kanonen sind, sondern die man Objekte da drauf platzieren kann. Ich färbe jetzt mal die Gondeln. Jetzt drückt er sich wieder vor dem Verkleiden der Station. Ja, mir ist das einfach wichtig. So. AGD-Kugel kann ich jetzt mal neu öffnen. Nein, gar nicht hier. Save Games. AGD-Kugel hier. Ja. Aha, GD hat LS19 auf CD. Was? Wo? Hast du denn LS19 auf CD oder was? Nö. Hä, Ist das so wieso? ein Giants? Also warum, was ist denn da für ein Giants-Laufwerk drin? Der SRS. Die CD habe ich Achso, einfach nur nach ständig rot. drin. Ich dachte, das wäre blau. Nö.
Nee, hab ich mit der CD. Was wollt ihr jetzt? Talexpress, genau. Basiert das Game eigentlich auf Unity oder wie man das schreibt? Ja. Sind die C Hashtag oder wie auch immer. Skripte LUA und es ist auf Unity, ja. Ich glaube, dieses C Hashtag oder wie auch immer man das sagt, C++, keine Ahnung. Funktioniert nicht, weil die Entwickler da irgendwie das aufgrund von Viren oder so, die du dadurch machen kannst oder einschleusen kannst. Machen kannst. Ja, Mann, sorry, ist spät. Wie komme ich auf den WRS-Discord? C-Sharp, genau, stimmt. Wie kommt man auf den WRS-Discord? In meine Einladung reinschicken. Ja, kannst du machen. Der Tal Express, das mache ich jetzt die Dings der Bums da rein. Eigentlich sollte auch so ein Link, glaube ich, im WS Wiki sein. Ich glaube, da ist es auch. Echt? Ja, glaube schon. Jetzt brauche ich dieses doofe WS irgendwas. Gut, Nächtle. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, vielen Dank fürs Zusehen. Steam, Steam Apps kommen. Zack, bam. Alter Schwede, ist das kompliziert. Was machst du denn da? Ja, ich suche das, den Farbcode raus. Von was? Von der Adria. Nicht der Adria, von der Omega 5 Kabine. Meinst du diese blaue Farbe oder was? Nein, ich habe einfach nur gerade dieses Script rauskopiert. Wieso? Hast du doch auch ein WS-Wiki. Echt? Ja. Ja, ist dir egal. Ich mach's immer so. Dann brauche ich noch den RGB. Okay. Was soll ich für Farben beim Talexpress machen? Vielleicht dieses Blau, wie diese Sitze haben. Das Blau, wie die Sitze haben. Ja. Dieses Blau da. Also ich habe bläulich. Ja, warte, ich kann dir so einen Farbcode schicken. Hast du einen? Ja, Moment. Jetzt schickt er mir wirklich sicher. Weiß nicht welches? Doch, schon circa, aber. Du kannst den SAS auch bei Steam hinzufügen und ohne CD spielen. Ja, das ist ja nicht viel Arbeit. Ich habe das die CD einfach ständig im Laufwerk drin, weil ich sonst keine CDs habe und dann ist das eigentlich kein Problem. Ich habe dir den Link, den Code und so in den Chillroom geschickt. Chillroom. Ah, ja. Wenn es auf LUA basiert, ist es doch relativ einfach. Danke. Keine Ahnung. Hab keine Ahnung davon. Auf jeden Fall hat es irgendwie noch nicht wirklich jemand hinbekommen. So eine Schneekanone so zu scripten, dass die in diesem Objekteditor platzierbar ist. Hab da selber keine Ahnung. So. Dann, was soll ich als zweite Farbe nehmen? Nimm doch immer die gleiche. Nein, ich habe bei allen Bahnen zwei. Dann ist es jetzt die Special Bahn mit nur einer Farbe. Ja, aber. Ja. Dann mache ich jetzt noch rot. Oh Gott, blau und rot, ne, das würde ich nicht machen. Grün? Ich würd nimmer nur die Farbe, das sieht echt gut aus. Was meinst du zu diesem Grün? Ich sehe es nicht. Ja, kommt gleich im Stream. Ich würde eigentlich nur eine nehmen. Ja, aber ich mache immer zwei. Aus Prinzip. Ja, aber jetzt ist jetzt special. Also soll ich dieses Grün noch nehmen? Nein. Doch. Nein. Bin für Pink. Ah ja. Die Sitze braun wie die Kanzelwand. Bahn ist auch ein Doppelmeierlift.
pink und lila. Oh Gott, nein, das mache ich absolut nicht. Dann mach lieber nur blau. Wie viele Spiele spielst du? Boah, viele. Also schon relativ viele. Pink oder rot? Blau. Ich bleib bei grün. So, also. Colors, zack. So. Das passt, dann 156. Und dann wieder 0. Oder soll ich einfach beim 12er Express dann die grünen Gondeln machen? Ja, und bitte blaue Gondeln. Ja, okay, dann mache ich jetzt nur die blauen. Eli ist, was Spiele angeht, ein Allesfresser. Ah ja. Nicht so ganz. Halt, ich spiele die meisten Simulatoren und halt Minecraft und so. Also halt, ja. Alter, diese Mucke, das ist ja nicht mehr normal. STRG-V. Und Enter. Ja. So, lala. Jetzt haben wir es gleich. Wir hören die Musik nicht. Also nur leise. Also soll ich es lauter machen, aber dann hört ihr Julius nicht mehr. Ich muss Julius ein bisschen lauter machen. Julius, ich habe dich lauter gemacht. Okay. Direkt übersteuern. Dann die Mucke lauter. Jetzt red mal. Test. Ja, okay, ich muss dich lauter machen. Jetzt? Hallo. Gehst du immer weiter von deinem Mikro weg oder was? Nö. Bin ich immer gleich nah dran. Ja, okay, jetzt ist wieder besser. So. Das haben wir jetzt. Dann kopieren wir die ganze Chose hier. Stressige Sache. Mega. Ah. Bis hierhin. Steuerung C, dann suchen wir das Reset Save Game und da das ganze Zeugs wieder rein. Und jetzt noch den 12er Express. Gott, der auch noch. Klaro. Was hast du jetzt erwartet? Aber der hat nicht so viele Gondeln. So, 156 und 0. Eli, was ist deine Meinung zu Veni? Keine Ahnung, was das ist. Sollte man das kennen oder wie? Hä? Warte mal.
bin schon beim 12er Express, oder? Lul. Jetzt bin ich verwirrt. Streamst du eigentlich auch andere Spiele? Ja. Wir wechseln immer ein bisschen ab. Also letztes Mal haben wir ETS. Oh scheiße. Vorletztes Mal WRS. Vorvorletztes Mal WRS. Vorvorvorletztes Mal WRS. Wir wechseln ab. Ja, halt. Ja, schon eigentlich. Hä, hab. Warte mal. Jetzt bin ich. Tal Express. Jetzt muss ich nochmal zum Tal Express gehen. Habe ich da jetzt schon den richtigen Farbcode drin? Okay. Bist du etwa schon müde? Nein. Österreichischer YouTuber und Streamer, den kenne ich absolut nicht. Was streamst du Montag? Das weiß ich noch gar nicht. Das schauen wir immer ganz kurzfristig und so. Je nachdem, auf was wir gerade Bock haben und was die letzten Videos und so waren. Na gut, bin mal raus, fahren morgen früh nach Hause. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen, gute Nacht. Eine gute Nachhausefahrt. Nach Hause fahrt. Tschüss Muffin, vielen Dank fürs Zusehen. Kannst mal abchecken. Kanalname Gaming Kanal Veni Vidi Vici. Okay. Gibt's nicht auch einen Veni Craft? Ist das der? Keine Ahnung. Kennt ihr Fabio Wiedmer? Ja, klar. Muss man kennen. Alter Schwede. Ich glaub's nicht. Seit wann ist der 12er Express so lang? Ja, stimmt eigentlich, der ist viel kürzer. Ja, bin ich schon mit dem 12er Express. 12er Express ist doch voll kurz. Ja, klar. Er heißt so auf Twitch. Ah, okay. Ich dachte, der 12 Express wäre kürzer. Ehrenmanns, wer? Ich? Gar nicht selbstverliebt oder so. Ich? Hä, was? Ich, Ehrenmann? Ah, okay, es ist nicht so lang. Nein. Nur ein bisschen lang. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen wenig lang. So, dann die ganze Chose kopieren wieder mal. Alter. Stressige Sache. Hier fehlt es noch komplett. Ah ja. Kennt Boss Gaming auf Twitch? Nö, kenn ich auch nicht. Kennst du den?
Also auf Twitch kenne ich absolut keinen außer Monte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich gucke eigentlich auch nie irgendwelche. Alter, ich glaube, ich bin gerade komplett behindert. Das ist richtig, ja. Aber 12er Express hat ja nicht so viele Kumpel. Ja, hat er auch eigentlich nicht. Alter! Ich bin gerade so verwirrt, ich schwör's dir. Warum hat er jetzt auf einmal eine Revisionsgondel drin? Bei Neugebauten haben die das drin. Echt? Okay. Ja, haben sie hinzugefügt jetzt. Könnt ihr einen Konvoi machen mit der Community bei Drakas MP? Ja, können wir schon mal machen, ja. Könnt ihr am Ja, ist Montag richtig. SAS streamen? Was wolltest du noch sagen? Hatten wir schon mal ja mit, wie hieß er gleich? Lauser. Ja. Ey gut, es war kein Konvoi so wirklich. Ja, Spaß hat es trotzdem gemacht. Oh, war lustig. War sehr Obwohl. lustig, wie Laurin mich immer weggerannt hat. Kann es sein, dass jetzt neu einfach jede Bahn die komplette Anzahl an Gondeln hat? Ich nicht. Ich bin nur Revisionsgondeln hinzugefügt. Kann man die auch painten? Ich kann sie nicht painten. Mann. Das ist eine grüne Revisionsgondel. Das wäre geil. Das ist dann ein Freilufthängekorb. So, am Schluss hat es immer vier Klammern zu, oder? Einfach nachzieht, einmal was einfügen. Ich muss mir da keine mehr hinzufügen. Ja, aber irgendwie hat es vorher nicht ganz gestimmt. Zack. Steuerung V. Jetzt sind es auf einmal wieder 5. Alter! Mann! Gudrun! Nein, jetzt hast du der Revisionsgondel Farbe gegeben. Ach so, den habe ich ja eigentlich extra rausgelassen. Ups. Eli hat den Durchblick. Klar. Ja, aber ist es nicht egal, wenn ich der Revisionsgondel Farbe gebe? Lass es einfach weg. Ja, aber jetzt stimmt das Skript, glaube ich, nicht mehr. Mach da einfach Steuerung S und gegebenenfalls hängst du noch was ran. Warte. Warum ist so alles richtig? Reicht mal zu. So, okay, jetzt passt wieder. Ja, ich hab's jetzt gerade richtig gemacht wieder. Ich war noch nie so verwirrt, außer das letzte Mal, als ich so verwirrt war. Der 20 Zuschauer letzte. wählen warten. Genau. Ihr könntet doch eine Verbindungsbahn zwischen Station der Peak to Peak auf der rechten Seite zum Spawn, vom Spawn aus und den beiden Bahnen ganz hinten bauen. Für was? Also ich finde nicht, dass es da noch eine Bahn rüber braucht. Du, Julius, findest du, es braucht noch eine Bahn? Was, wie, was? Ich habe gerade nicht zugehört. Meine Güte. Ja, sorry. Ja, sorry.
Findest du, dass man von der Peak-to-Peak Talstation, also die mit der Garage, weißt du welche? Auf der Seite vom Schneeexpress. Ich habe überhaupt keine Ahnung von den ganzen Gondelnamen da. Meine Güte. Erzähl einfach weiter trotzdem. Meinst du, dass man da eine Verbindungsbahn zu den beiden Bahnen ganz hinten bauen soll, also zum Space Jack ganz oben und Auch wenn ich zum. nicht genau weiß, wie viele, wie viel, wie das da aufgebaut ist, ich glaube, wir haben schon Bahn, oder? Ja, eh. Also ich habe jetzt 14 Bahnen drin. Die macht, falls man eine Sommerversion macht, ziemlich viel Sinn. Ja, man muss ja auch wandern. Ja, eh. Außerdem, wer sagt, dass der Peak-to-Peak-Express im Sommer läuft? Genau. Der ist ja weiß. Nö, ist er nicht. Habt ihr ihn umgefärbt? Oh. Amazing. Habe ich jemals etwas nicht umgefärbt? Ja, stimmt auch. Jetzt bin ich gespannt, ob alles passt. Ich habe das Gefühl, dass es nicht alles passt. Safe Game konnte nicht geladen werden. Doch, doch. Ah ja, das war's komplett. Warte mal. Das ist. Hä, wieso bin ich jetzt auf Haltstein? Das war's komplett. Hä? Mir nicht, dass die Map geschrottet? Hä? Oder hast du falsch angeklickt? Vermutlich. Also ich hoffe es. Ja. Das wäre jetzt RIP. Hier die schrottet AGT Kugel. Aber da hast du immer noch eine Backup-Map. Auf dem Workshop. Ja, kritischer Hase. Der Peak-to-Peak-Express hat die coolste Streckenführung. Klar muss der im Sommer fahren. Ja, das kannst du dann ja alles selber. Kannst du alles selber machen. Also Genau, halt. die gibt es nämlich im Workshop zu downloaden. Genau. Wow. Ja, ich habe anscheinend eine Klammer vergessen. Oder zu viel gemacht. Ja, nice Scheiße. Also, ob wird es nicht mehr angezeigt oder was? Nö. Bist du Oh. dir sicher, dass es hier drei sein müssen? Zeig nochmal. Bei dem letzten. Ja? Also, eine Klammer geht auf, dann geht eine wieder von den Seats zu, dann geht noch eine von der Revision zu und dann geht noch eine zu, was diese Carrier eigentlich ja, eigentlich nicht mehr. Soll ich noch Also ein? eine Klammer macht ja dieses Seats-Ding zu, eine Ja, Klammer dieses klar. MGD Revision und eine dieses ganze Carriers-Gedöns. Ja, aber. Eigentlich alles zu. Okay. Guck mal in der Lua-Log. Ich glaube, da steht immer, in welcher Zeile der irgendwas Lua-Log, wo ist das? auch im Safe Game im der Unterordner von Safe Games läuft. Okay. Safe Games, Unterordner. Wo? Der davor halt, da Lua-Log. Ne, eins zurück. Ah. Oder der Oberordner eher. Okay. Guck mal, da steht eigentlich immer irgendwie was in welcher Zeile was. Error. Lua file is corrupted. Oh, klingt sehr gut. Oh, Error. 4.300. Na, 400.000. 400. Du weißt schon wo. ja, 43.780. Okay, 43.780. Das ist ja die allerletzte. Das kann nicht sein. Okay, dann mach einfach mal noch. Mach mal einfach noch eine Klammer bei den Carriers zu. Glaube auch. I know what the problem is. I can message you on Discord.
Yes, you can. English Skills. Ja, klar. Ich bin für alles vorbereitet. Very much great. Very many great. Ja. Ja, nice Scheiße hier. Schaut uns bestimmt einer mit Google Übersetzer zu. Machen wir einfach noch eine Klammer ran. Ja, ich bin gerade am Schauen, ob ich vielleicht was falsch kopiert habe oder so. Vielleicht muss er auch noch mal alle die ganze Map neu machen. Genau. Jetzt bin ich überfordert. Haben wir mal noch eine Klammer dran. Ja, ich glaube auch. Mehr kaputt machen kannst du ja nicht. Zack. Beistrich. Dann muss ich das aber auch da unten machen. Zack. Alter, ich hoffe so, dass es jetzt funktioniert. Oder meinst du, ich Ich habe würde den jetzt Film? nicht überall noch neue Klammern ranhängen. Lass mal nur da. Ja, aber bei dem Reset Save Game, da ist es ja genau das gleiche. What's your name on Discord? Fragt er gerade. You can go on our Discord channel and the owner Eli is me. So, jetzt noch mal ausprobieren. Stell dir vor, was Laurin da gemacht hätte. Hashtag Pre-Intro F1. Was? Gut. Ich check's gerade wieder mal gar nicht. So, mal schauen, was er schreibt. Jetzt ist sie wieder da. Also mal starten und hoffen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Julius, drück die Daumen. Ich drücke die Daumen. Aber ganz fest. Richtig fest. Okay. Aber nicht beide, dann fließt das Glück wieder ab. Ja, ich drück nur ein. Okay. Komm schon. Wenn man nur einen halben Daumen drückt, dann fließt das Glück am meisten. Wieso kommt es direkt ins Hauptmenü? Ist das neu? Oder halt Ja, ins das Menü? ist ein neues Feature. Ah ja. Ich Weiterschließen. Oi! Ich habe den Fehler gefunden, ich bin Gott. Guck mal, wie schön dieses Blau aussieht. Ist doch schön. Ein Träumchen. So, Kameramodus. Direkt zum 12er Express. Das Aha! triggert mich die ganze Zeit, dass überall eine Wiese ist und das auch in den Garagen. Hier ist keine einzige Gondel mehr. Ich glaube, da hast du dann was. Eine. Ich glaube, ich habe was kaputt gemacht. Glaube, du hast da noch eine Klammer zu viel gesetzt. Warte, reset es mal. Vielleicht kannst du resetten. Ich glaube, du. Ja, stimmt. Ach so. Direkt da, richtig geil. Meinst du, gibt es diesen Reset-Button im Echt auch? Na klar. Schon, oder?
Dann so. Werden die einfach ganz schnell in die Garage tippet. Ja, ich habe halt alles reinkopiert zum Zurücksetzen. Ich glaube, ich muss schnell die Bahn bearbeiten. Aber das mit den Farben mache ich dieses Mal dann im Off nach dem Stream. Genau, jetzt kannst du lieber Gebäude drum bauen. Oh. Da habe ich mir wieder mal zu viel vorgenommen. Edit! Wieder einmal. Edit. Yay! Da ist es wieder. Kann man von den Gondeln den Namen ändern? Ein Seilbahnname kannst du ja im Nachhinein in der LUA ändern. Musst ein paar Wert, ne? Ja. Play. Ein Wert ändern. Genau. Oder meinst du jetzt von der Hallstein-Map den Namen ändern? Da irgendwie, also Namen. Namen. Keine Ahnung. Namen. Willst du jetzt von deiner selbstgebauten Bahn den Namen nochmal ändern oder? So, das passt jetzt auf jeden Fall wieder und jetzt muss ich ein Geilo-Gebäude bauen. Yay! Das ist auch cool. Objekt-Mode. Da hast du endlich mal ein Vorzeigeprojekt. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Dann kannst du Laurin stolz zeigen, was du in seiner Abwesenheit gemacht hast. Genial, das wollte ich schon immer mal. Man kann doch auch mit nur einer Gondel fahren, reicht doch. Reicht eigentlich. Ja, da die Kapazität, da ist hochmoderne D-Line mit einer Gondel. Aber Kuppelbau und gar alles. Hochgeschwindigkeit. Ja, stimmt. Hochgeschwindigkeit. Was macht denn die Gondel da? Die hier. Lul. Hä? Screenshot. Gesund? Moment. Bleib da, ich muss ein Nipping Tool machen. Ja, dann pausier halt den Stream. Wie? Ach so, bei der selbstgebauten Map steht auf den Gondeln Hallstein. Kann man den Namen ändern? Nein, das ist einfach. Ach so, einfach, nee, das kannst du nicht ändern. Das ist einfach die Textur von den Gondeln, die kannst du nicht ändern. Da müsstest du eine neue Gondel modellieren. Texturieren. Ja, scheiße, was ist mit dieser Gondel hier unten los? Ja, vor allem, sie ist ja nicht einmal ordentlich im Umlauf drin. Eli, hast du die Spline-ID gewechselt? Ja, vielleicht hast du da was falsch eingetragen. Das könnte tatsächlich sein. Oh Gott. Heilige einmal Scheiße. Kurz in WoWay Editor Modus gehen. Soll ich es nochmal machen oder wie? Naja. Naja. Sollte. Man hat es gelehnt. Irreparable Schäden. Herbei. Man hat es gelehnt. Ah. Und die Farbe ist wieder weg. Yay. Ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. So, Objektmodus, zack, Default. Aber jetzt kommt ja das Vergnügen. Objects, oder? Ja, Objects. Wood. Balken 1. Was ist gut? Holz 1. Okay, nein, das ist nichts für mich. Natürlich ist ja das immer so eine Frage, wo man es gelegen hat. Ja. Die Frage stellt man sich immer. Soll ich es wieder aus diesen Balken hier bauen oder? Kannst du machen. Ist innovativ. Oder soll ich mal schauen, ob ich noch anderes finde? Mach doch lieber das, was dir bekannt ist. Ah ja. Das sieht doch richtig gerade aus. Okay, ich bleib bei dem, was mir bekannt ist. zwei war das. Und
Wie geht's? Alles fit im Schritt? Ja, alles fit. Halt bei mir zumindest, bei Laurin nicht so, aber ja. Servus, Jonas. Sirs. Servus. Ich würde es gerade machen. Ja, gute Idee. Ja, wähl noch mal das Objekt neu an. Dass du es auf einen Millimeter genau gerade machst. Ein Grad genau. Wähl das Objekt mal neu an, kurz. Ja, ach so, nice. Rotation, was brauche ich hier? 270, oder? Ja. Und bei Y brauche Na ich. gut, das musst du selber rausfinden. Das kannst du nirgendwo. Ja. Bei Laurin ist doch. Ach Gott. Laurin, bitte schau nicht mehr zu. Entfernt. Was, du hast es entfernt? Nein, habe ich nicht. Ja, du darfst du ruhig. Ja, Jonas, das ist für Laurin schon sehr emotional. Ja. Scheiße. Oh Gott. Hilfe. Wieso? So. Also ein bisschen Abstand würde ich ja schon lassen. Meinst du? Naja, also wenn die Gondeln ein bisschen schaukeln, sag ich mal, auch wenn sie das nicht können. Ja, aber hier, sie werden ja durch die Einfahrtstrompete, Ja, durch Trompeten zwar. werden sie ja direkt komplett gerade gemacht. Die können da gar nicht mehr schaukeln. Naja, ich würde es Oder? trotzdem nicht so nah machen. Meine Güte, jetzt will mal einmal was Cooles machen und dann kommt Julius. Ah gut, wenn du das so cool findest. Nein, soll ich es auf Höhe, also soll ich schauen, dass einfach dieses Ding hier auch noch inbegriffen ist. Was? Ja, Dieses? halt. Soll ich schauen, dass es auf dieser Höhe ist? Auf welcher Höhe? Sodass die halt das Lifthäuschen auch noch im Gebäude drin ist. Natürlich. Das Lift, wir wollen es ja schön warm haben. Ja, aber halt, ich hätte es jetzt da so gemacht, dass es, also hier direkt an der Station und dann auf Höhe vom Lifthäuschen, hätte ich es halt rausgebaut Du kannst irgendwie ja auch ein so. paar Kanten und Ecken einbauen, dass du das dann umschließt später noch. Aber ich würde nicht so eine komplexe Form machen. Ich habe nie. Ist der eigentlich gerade von oben? Nö. Oder schon? Nö. 26? Oh Gott. Markus, er möchte, oder was heißt er möchte? Er muss einen Er muss. die Station überdachen. Ich finde es so doof, dass es kein Steuerung Z gibt. Ja, wäre schon ganz optimal. Was ist mit Laurin? Der hat sich heute beim Skifahren die Hand gebrochen. Also halt nicht die Hand, den Oberarm.
Ich schau mal, ob es jetzt gerade ist. Wenn ich es hier so direkt dran stelle, dann schaut es schon relativ gerade aus eigentlich. Hast du ganz toll gemacht. Ja, ich bin einfach krass. Ja. Dann hier so rüber, hier so ein bisschen vor. Was meinst du, soll ich es hier so machen, dass die Front hier noch frei bleibt? Ich Oder weiß soll es nicht, wie ich... du machen willst, ob du noch willst, dass so eine Art auch kleine Schneedecke raus oder halt nicht. Also bei meinen Stationen hat bis jetzt immer ein bisschen was vorne rausgegangen. Kannst du auch Ja, ey. einfließen komplett, wenn du willst. Eigentlich hätte ich es jetzt schon ganz eingeschlossen. Ja, kannst du machen. Also, dass einfach bis zu den Trompeten vorne alles drin ist. Ja. Was meinst du zur Balkendicke? Passt das so oder soll ich es dicker machen? Ja, ich würde es schon ein bisschen dicker machen. Ach, Leo ist ja auch noch da. Hey, Servus! Der ist bestimmt eingepennt. Haben wir bestimmt so laut geschrien, dass er wieder aufgewacht ist. Genau. So, jetzt ist er wieder quadratisch. Servus. 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 Da muss man richtig schön rollen. Ja, sicher. Jetzt ist die Frage, wie hoch dieser Balken sein muss. So, dass du da noch eine Decke drauf machst und die Schneedecke da abdeckst. Also mache ich es einfach hoch genug und dann passt das. Genau. Richtig krass. So, dann duplizieren. Och nö, jetzt muss ich wieder die ganze Höhe und alles kopieren. Ich hasse es. Z war das, oder? Oh, nein, war es nicht. Jetzt ist die Frage, wie weit ich hier vom Lifthäuschen weggehen soll. Ich würde schon ein bisschen Platz lassen, dass sie ein bisschen weiter auf die Strecke gucken können, die oder zumindest in die Station. Ja, Du bist jetzt stimmt. so eine Kurve machen, oder? Ja. Ja, halt Also hier so. so raus, so. Ja, ich würde schon mal Platz lassen, dass man das halt sieht. Ja, okay, stimmt. Ich gehe so bis circa hier. Vielen Dank für die 50 Likes übrigens. Richtig geil von euch, dass wir die heute wieder mal geknackt haben. Ach so, Duplicate habe ich, wollte ich eigentlich. Soll ich euch mal eine Frechheit erzählen, die ich heute erlebt habe? Lieber nicht. Zur Aufmunterung kaufe ich Laurin 50 Nikes. Er fehlt mir. Wie Mir machst du auch. das, dass du die Holzbalken drehen kannst? Meinst du dieses, Einfach diese die. Pfeile und so? Also mit 1, 2, 3 und 4 kannst du so verschiedene Steuerungspunkte, sag ich mal. Genau. Weiß ich mal. Ja. Simon F.Druck, vielen Dank für dein Abo. Richtig geil, dass du abonniert hast. Finde ich auch. Julius freut sich auch, Ja. dass man den krassesten YouTuber EU West und Ost und generell und überhaupt abonniert hat. Eben. Ja. Das ist beeindruckend. Eli benutzt den Raster Scale. Gibt es sowas? Ja, drei.
Hä, wie, was? Hä? Was ist der Raster-Scale, bitte? Ne, ich versteh's. Ich glaube, er meint jetzt diese... Das da meint er, glaube ich. Hä, wie, nur noch 46 Likes? Sind doch 52. Ich dachte, der Dislike ist Leo. Könnte halt schon noch sein. So, duplizieren wieder mal. Boah, das wäre echt so geil, wenn wir es mal machen würden, dass man nicht bei Duplicate das immer an Mauszeiger bekommt. Ja. Einfach, dass es da ist, wo es war und dass man es dann von da aus verschieben kann. Dann hat sich das nicht geupdatet. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich auch. So. Dann gehe ich jetzt hier wieder rein, oder? Alter, ich bin ja gespannt, wie das am Schluss aussieht. Beim Fenster rechts mittig gibt Scale, Rotate und Position. Ja, das halt. Ja, wenn man es ganz genau machen will, kann man natürlich auch irgendwie Koordinaten eingeben. Ja, mache ich ja die ganze Zeit. Ja, macht ja eben. Wird das eine Mittelstation? Ja, er will halt die beiden Stationen. Halt, dass die Stationen schlussendlich in einem Gebäude drin sind, genau. Ist mein Ziel. Halt so richtig krass. Ja, richtig, der gerätmäßig. Genau. Dann. Ich frage mich gerade, wie es mit diesen Zäunen hier ist. Bleiben da stehen. Ich mach mal muss die Zäune. Nicht aufbauen. Ja, ich schau mal, wie es mit den Zäunen ist. Sicher ist sicher. Naja, die gehen so. Na, die sind zu. Alter, Premium. Kompletter Drift. Ich habe bei meiner Map habe ich einfach darüber so eine Platte gemacht, dass man das nicht mehr aufbauen kann. Ach, kannst so. Du den Schalter nicht mehr bewegen. Aber geht der Trigger nicht durch so eine Platte durch? Eben das. Ne, geht ja eben nicht, deshalb habe ich es drauf gemacht. Okay. Ein Mini Betonklotz draufgestellt und dann. Ich glaube, sowas Kreatives in diesem Spiel wie dich gibt es kein zweites Mal. Genau. Sehe ich exactly genauso. Sehs. So. Saas. Seres. Wie lange macht ihr noch? Wie lange kannst du? Bis ich einschlafe. Okay. Ja, ich denke mal so bis 12, Viertel nach 12, halb 1, 1, 2, 3, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ich kann bis 10 zählen, krass. Oh mein Gott. Mann, ich hasse es, dass diese doofen Dinger nicht automatisch sind. Finde ich auch. Also halt, dass man durchgehen kann. Muss halt mal Skipass holen. Ich bin der Skilift-Betreiber, ich brauche keinen Skipass. Warum schalte ich jetzt die Bahn an, Mann? Zack. Wie lange macht ihr noch? Hallo Nightbot. Hallo. Hallo Nightbot. So. Object Mode. Dann geht es hier so ein bisschen weiter rüber. Was ist das rote X? Zack. Hä? Ah ja. Das Problem, wenn du die Koordinate änderst, dass das natürlich so ein bisschen gedreht ist und deshalb. Ja. Weiß schon, glaube ich. Aber Bullshit ist es halt trotzdem.
So, dann mache ich jetzt einfach dieses Ding hier weit genug rüber. Weit genug, habe ich gerade weit genug gesagt? Weit genügbar. Ah ja. Das passt so. Dann brauche ich hier wieder die gleichen Koordinaten wie hier. Wenigstens kann man Copy-Paste machen. Ich stelle mir vor, du müsstest alles einzeln scalen. Ja, das wäre doch so ein Nicht Bullshit. nett. Ja, aber was halt er anyways halt alles kann, ne? Oder auch alles nicht kann. Och, die Armen. Immer gemobbt hier von uns. Oh. Baut doch die Wand direkt am Zaun, dann sieht man ihn nicht. Nach hier zurückgezogen. Aha. Ich habe es zu schnell gelesen. Also ich finde schon, dass es so passt, oder? Austrian Express wird beschickt. Ist es schon... Hä, was? Es ist schon 9 Uhr. Ja. Da habe ich doch eingestellt, dass er um 7:30 ja, 7:30 öffnet. Ist ja 9 Uhr. Ist eine andere Zeitzone da drüben. Ja, ist so ein großes Gebiet und so. Ja, klar. Mit mehr als 12 Seilbahnen. Ja. Alles D-Lines. Alles perfekt, wie du es machst. Okay, passt. Dann bin ich beruhigt, wenn ihr es perfekt findet. So. Und jetzt geht es hier wieder näher ran. Lang das allein schon dauert, diese Pfeiler zu platzieren. Das ist abnormal. Aber ich mag es ja ordentlich machen und so. Und hier den Leuten keine Scheiße verkaufen. Eben. Und darum mache ich das natürlich alles mit Fleiß und Elan und so. Mit WLAN. Ja. Wie ist der Abstand etwa so, oder? Genau. So. Ja, das kommt schon hin. Wollte ich jetzt nach den lobenden Worten die Worte, wollte jetzt nach den lobenden Worte die Geschichte hören? Das muss Eli entscheiden. Wenn du meinst, ich weiß nicht mal, was für eine Geschichte. Weiß ich auch nicht. Also erzähl mal. So, wo habe ich diese hier platziert? Gerade so drüber. Ich will nicht wissen, wie dunkel es da drin nahe ist. Kann man Lichtquellen platzieren? Ich glaube, es gibt welche, ja. Okay. Dann ist ja alles gut. Alter, Aber ist... wenn du eh diese Paletten nimmst, scheint ja mal Licht durch. Stimmt. Eine natürliche Lichtquelle. Gute Nacht, Skliving TV. Sorry, dass ich deinen Namen immer falsch ausspreche. Vielen Dank fürs Zusehen. Und gute Nacht und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao. Tschüss. Tschüss. Soll ich dir helfen beim Skalieren? Ich glaube, das wird nicht allzu viel bringen. Ach so. Julius, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich springe die ganze Zeit auf meiner Map rum. Ah ja. Hast du Spaß? Macht richtig viel Spaß auf jeden Fall. Ich denk's mir.
Könnte ich mal eine neue Bahn bauen? Möglicherweise. Ich habe jetzt schon die Hälfte. Also von dem Pfeilern. Von Pfeilern. Gerade war ich auf einer Abschlussfeier und durfte bis 22 Uhr bleiben. Dann kam erst auf die Security auf dem Land und hat mich rausgeschmissen. Ja. Scheiße, ne? Das Leben ist hart. Ach, du warst gerade auf der Abschlussfeier. Ich Ja denke mal gut, aber schon. der Vorteil ist, dass sie dich rausgeschmissen haben. Jetzt kannst du den tollen AGT streamen, oder? Der ist eh viel krasser. Okay. Das ist etwa hier. Schon wieder müde. Was? Nein. Der Veranstalter übt das Hausrecht aus und kann die Uhrzeit somit frei wählen. Und ich dachte, es gäbe eine Demokratie. Ich möchte nicht, wir stimmen jetzt ab. Ich möchte nicht gehen, da stimmen wir jetzt ab. Wer will noch nicht nach Hause? Und dann zeigen alle auf und der Hausbesitzer muss wach bleiben, bis alle gehen. Nice. Strenger als das Gesetz geht immer. Wie geht's jetzt weiter hier rüber? Okay, also. Meine Fresse. Ich bin nicht müde. Du spielst alles nur, oder? Ja. Hab ich doch Ich gedacht. prank. Eli wird geprankt. Prank! Prank. Machst du das jetzt für Laurin, oder wie? Jo. Hast du dich mit Laurin abgesprochen, dass er mich prankt? Gar nicht. Mhm. Nein. Sagen sie alle. Laurin, das sollst du nicht verraten. Er ist ja gerade bei dir. Lol. Lol. Trulululul. Wieder mal duplizieren. Zack. Alter, ich hoffe, das lohnt sich. Es lohnt sich sicherlich. Meinst du? Natürlich. Du wirst ein so imposantes Gebäude haben. Hm. Schau mal. Ich kann dich schon dringend identifizieren. Alles klar. Eli kann auch nicht mehr lesen. Ja, es ist schon 23:51 Uhr, da kann man nicht mehr lesen. Oh, stimmt, ich dachte 22:51. Aber ich Hä? bin ja noch nicht müde. Ja, zum Glück nicht. Du musst aber nicht auf Krampf noch on bleiben, falls du nicht mehr willst. Nur Nein, ich so. will ja selber noch hier bauen. Okay. Ich habe mich jetzt nämlich entschieden, eine Piste zu bauen. Mit Bäumen. Oi. Die wird sicher der richtig krasse Scheiß. Ganz viele Vollpfosten. Eher Vollpfosten. Ah, weißt du noch, als der Artikel 13 Thema war? Ja, jetzt gar nichts mehr erstmal. Irgendwann Ja, doch, sie sind doch drauf gekommen, dass
dass der Artikel 13 bzw. inzwischen 17 rechtswidrig ist, also verfassungswidrig. Okay. Nicht mitbekommen. Okay. Also wirklich, Julius. Ich guck halt kein YouTube außer AGT. Ah, gut gerettet. Bisschen noch in diese Richtung. Wie willst du diese ganzen Paletten dazwischen machen, Alter? Ja, das wird so hart stressig. Unmöglich. Ich hoffe ja, dass bald jemand so eine Buchstaben macht als Mod. So, dass man Bahnnamen an die Station machen Ja, kann. oder Bergstation oder irgendwie Höhen oder. Ja, das wäre richtig geil. So. Ja. Also, vielleicht. Ich weiß nicht. Es kommen. Das sollte eigentlich schon passen, oder? So, so. Ja, ich glaube, mit der muss ich noch ein bisschen rüber. Da wartet eine ganze Menge Arbeit auf dich. Ja. Jetzt beginnt ja erst die richtige. Ja. So, nur die Fall. Environment. Nein. Was sind Stumps? Baumstämme so abge. Ah. Ich werde auch eine neue Map releasen für den Steam Workshop. Was für eine? So, dann war das bei Objekte Wood. Palette 1, oder? Ja, genau. Zwei Schwuppsdiwupps. Zack. Also hier bei dieser Rotation kommen wir ja absolut nicht mit. Ja. Man kann ja halt doch irgendwie nirgendwo auslesen von der Station, das ist exakt. Ja. Das ist doch so ein Bullshit. Ja. Ja, also ganz optimal ist dieser Editor definitiv nicht. Ja, ganz suboptimal. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Ach, Eli hat genug Zeit, der ist noch in der Schule. Ja, ich muss mir die Zeit schon nehmen. Also ich könnte schon viel mehr für die Schule tun, als ich mache. Also, wie kann man das so seitlich drehen, wenn du die 2 drückst?
Julius, warum hattest du eigentlich diese Idee? Mich maximal zu Trigger. um die maximalen kreativen Freiraum zu geben. Ah ja. Gut, dass du so an mich denkst. Ja. So. Jetzt hättest du so eine tolle Aufgabe nie bekommen. Zwei. Viel Spaß noch mit den Paletten, ich geh pennen. Okay, passt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Tschüss. Also so ganz gerade kriege ich es ja nicht hin. Kannst du nicht die Koordinaten von der Palette nehmen? Von dem Stamm? Welche sind das? Bi Y bei der Rotation. Du bist schlau. Hat ja gut geklappt. On which keys do you press to stretch the object and how do you get the adjust wheel? You have to press 2 and 3 and there you get the keys to press. Ja, das hat jetzt wieder alles kaputt gemacht. So eine Scheiße. So, 2 wieder. Dann bisschen nach vorne. Einen wunderschönen neuen Tag. Es ist genau 0 Uhr. Ah ja. Stimmt. Es ist schon so spät. Hilfe! Hallo Simon, schön, dass du da bist. Julius, lebst du noch? Julius? Hallo Julius. Erstmal ausgetimt. Ah ja. Dachte ich, der Internetanbieter bestimmt erstmal. Ach, jetzt ist nur Uhr, jetzt fahr mal Internet hier auf. Runter. Server alle raus. Wer braucht schon so spät noch Internet? Ja, niemand. Oh Mann, nicht. Was? Schau es dir einfach im Stream an. Fertig! oh Ich Gott. hau ihn wieder. Da sind die Faulen. Hast du mich gerade als faul bezeichnet? Da sind die Fleißigen. Ich denk's mir. So So. bist du gern.
Da sind wir dabei. Julian, spielst du was auf dem Computer jetzt gerade? Ich glaube Ich guck Julius. grad, ob wer ist ja. Boah. So, jetzt geht's wieder ans Koordinatenduplizieren. Hast du nicht gestern noch gesagt, dass das mit dem neuen Patch reinkommt? Eigentlich dachte ich auch, dass sie das machen, weil sie meinten, dass sie irgendwie, dass da irgendwas mit Gruppieren und also das, ich habe gefragt, ob Gruppieren kommt. Ach ja, das wollte ich auch noch programmieren für den Patch. Aber Hat der gut vielleicht kommt noch geklappt? einer. Wenn ich die Public Beta habe, muss ich dann jedes Mal, wenn der normale Patch wieder draußen ist, damit ich dann den normalen Patch habe, wieder aus der Public Beta rausgehen oder nicht? Ich Oder glaube, wenn kann ich einfach ständig die Public ganz neu Beta? der normale Patch draußen ist, dann nimmt er auch den. Wenn es wieder eine neue Public Beta gibt, dann nimmt er die Public Beta. Ah, okay. So, wieder duplizieren. Yay. Gute Nacht, Markus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Nacht. Nichts Schöneres. Was die, wo du eigentlich mehr brauchen würdest. Also, nee, generell, wenn man immer irgendwelche für Stütz, welche irgendwelche Bahnen baue, sind, bestehen die fast immer nur aus Wechselaststützen. Echt? Was Also baust bei denn den du für Außenbahnen Bahnen? gebe ich Mühe, dass es keine Wechselstützen sind, aber sonst kommen da aber richtig viele. Gut, sind auch schon ziemlich gerade Spannfelder immer gut, da ist das halt so. Warum hast du denn so gerade Maps? Nimm dir mal ein Beispiel an mir. Bei mir sind lauter Dreifachstützen und Doppelstützen und rauf und runter und generell und überhaupt. Bei mir gibt es nicht viele Doppelstützen. Kann man nicht auf zwei große Paletten verschoben hinbauen, sodass es keine Lücken gibt? Ja, aber ich will ja eigentlich die Lücken. Ich finde das irgendwie. Halt, ich finde das jetzt nicht so schön, wenn es kein Licht mehr drin hat und gar nichts. Hochmodernes Design. Genau. Diese Mucke. Unmöglich. Gut, dass ich die nicht hören muss. Ja. So. So irgendwie. Und wieder duplizieren. Schau, wie viel ich schon habe. Ein Traum. Ui. Kann nicht schlafen, kannst du mir ein gute Nachtlied singen. Kritischer Hase. Hast du nicht auf Spotify irgendeine tolle gute Nachtgeschichte? Copyright. Ich habe mal auf meinem alten Kanal, als ich noch nicht mit Laurin den Kanal zusammen machte, habe ich mal LS gestreamt und den LS-Radio angemacht und darum hatte ich dann einen Copyright-Strike. Oh nein. Doch. Ach Gott. Und darauf habe ich absolut keinen Bock mehr. Nicht nachvollziehbar. Ja, vor allem, das ist die Musik, die das Spiel vorgibt. Und da frage ich mich halt schon, warum ich sie nicht für ein Video oder halt, wenn ich sie eingeschaltet habe, warum sie dann im Video
einen Copyright-Strike bekommt. Hey, oder im Stream. Hat's aber das Radio laufen. SFR, vielen Dank für die 3 Euro. Hol dir mal einen Kaffee, Julius, der schläft sonst noch ein. Julius, du brauchst einen Kaffee, anscheinend. Hol dir mal einen Kaffee, Julius, du schläfst sonst noch ein. Vielen Dank für deine 3 Euro auf jeden Fall. Jetzt kann ich mir mal meinen Kaffee holen, damit. Ich bin doch nicht müde. Nö. Ist alles gespielt. Ja, klar. Ich gehe jetzt nicht nach unten. Habe ich jetzt keine Lust. Ich habe hier schon gute Wasser oben stehen, aber macht auch nicht wach. Zucker rein. Du brauchst nichts außer Zucker. Ja, sehe ich genauso. Alter, heute zum Mittagessen waren wir in der Mülls in so einem Hotel. Und dann haben wir, oder ich zumindest habe Käse-Spätzle oder ja. Heißt das auf Deutsch Spätzle? Also Hochdeutsch meine ich. Wie heißt es denn auf Österreichisch? Es gibt kein Österreichisch, es gibt nur Dialekt. Ja. Bei uns nennt man es Knöpfle, also Käsknöpfle. Hätte ich glaube ich auch verstanden. Ja, ja, Käsespätzle schon, ja. Das war so geil. Mit richtig vielen Röstzwiebeln. Und also als ich in Österreich auf den Hütten war, war das auch sehr gut immer. Das ist so ein geiles Essen. Ist schon Premium. Mhm. Also wenn ich die jetzt essen würde, wäre ich auf jeden Fall wieder wach. Also nochmal 3 Euro spenden bitte, dann kann sich Julius Käsespätzle holen. Ja. Anstatt dem Kaffee. Woher soll ich die holen? Ja, aus der Küche? Ja. Hab ich immer im Kühlschrank. Immer so als Notlager, falls du mal Heißhunger bekommst. Aus Österreich immer so eine. Immer aus den Hütten immer ab. Sagen, ja, bitte mitnehmen und dann will ich mir jetzt mal so eine Asiette und dann... Genau. Ah, scheiße. Ich glaube, jetzt habe ich es versenkt irgendwo. Dann pfeift der Wind nicht mehr durch die Station. Ja, aber ich habe... Mir gefällt es irgendwie einfach so. Ja, es muss ja auch eine gute Luftzirkulation geben. Eine Liftzirkulation. Eine Lift. Ja, genau. Bei der Hochgeschwindigkeitsbahn. Hochgeschwindigkeitsbahn mit Liftzirkulation. Man kennt's. Was so alles entsteht, wenn man müde ist. Ja. Hä, jetzt hast du gerade zugegeben, dass du müde bist. Die 3 Euro reichen ja für ein Backfischbrötchen. Also, dann hol dir ein Backfischbrötchen. Woher? Ja, aus dem Supermarkt. Als ob die jetzt noch offen haben. Oder von der Tanke. Weißt du, wie weit die weg ist hier von uns in Tanke? Keine Ahnung. Mindestens irgendwie erstmal auf die Autobahn, da ich eine hab. Echt? Ja. Als ob. Wir haben hier keine... Bei mir im Ort gibt es gefühlt mehr Tankstellen als Einwohner. Das heißt nicht Tankstellen, das heißt Tank. Ja. Tank. Also auf jeden Fall sehr gutes Österreich. Immer diese Österreicher. Ganz schlimme Leute sind das. Österreichische. So.
Alter Stressi. Ich überlege gerade, wäre es euch für, okay für euch, wenn ich dieses Zeugs hier noch fertig baue, also die Station, nach dem Stream und dann einfach nicht gleich morgen am Morgen das Zeugs hochlade, sondern wenn die Station fertig ist? Ja klar, morgen am Morgen, was sonst? Sag mal nicht morgen am Morgen. Eigentlich morgen am Abend. Sorry. Jetzt kommen erst die wichtigen Müdigkeitserscheinungen. So. Optimal. Nur frage ich mich jetzt, warum dieses Ding höher ist als dieses Ding hier. Weiß ich auch nicht. Da fühlt sich der Norddeutsche schon fast beleidigt, wenn ihr Backfisch von der Tankstelle holen wollt. Das ist Backfisch, sind das. Backfisch, das ist doch wie Fischstäbchen nur in groß. Ah, okay. So würde ich jetzt beschreiben. Nee, Okay. ist das da drin ein Backfisch? Kabeljau oder so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit so einer Marinade drin. Okay. Irgend so was. Panade. Panade, Marinade, ist doch gleich. Ah, okay. Keine Ahnung. Laurin, du Pilz. Also so schlimm bin jetzt die alleine doch nicht, oder? Also alte 4, ja genau. Erstmal speichern auf das hin. Hast du schon mal gespeichert dazu? Ja, gut, du hast ja noch ein staatliches Game. So. Ich glaube, wir beenden den Stream dann langsam auch mal. Ah ja. Die Paletten sind nicht waagerecht oder der eine Pfosten ist höher. Aber die Paletten schauen schon relativ waagerecht Das aus. musst du jetzt alles richtig machen. Du machst jetzt die Station im Stream fertig. Nö. Ich würde sagen, Gute Entscheidung. das war's mit dem heutigen Livestream vom Winterresort Simulator. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall noch einen Like und ein Abo da. Und Julius, sag ja auch noch Ja. Tschüss. 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 Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.